Dann tja, mach dir mal Gedanken. Offensichtlich bist du kein Abonnent des Kanals. Offensichtlich habe ich das nicht auf dem Tablet, ja. Abonnieren. Melde dich an. Nee. Einmal mit Profis arbeiten. Wenn ich jetzt hier in den Kanal gehe, das für die Kamera halte, gibt es so eine schöne Feedbackschleife? Bestimmt. Eine visuelle. Meines nach und meiner Anzeige nach seid ihr live. Wir sind live. Wir sind live. Hallo, wir sind live, wir leben und wir haben nur ein paar Sekunden Verzögerung zu euch. Willkommen zum mittlerweile dritten Bruchfaktor. Bruchfaktor. Das muss man leider so sagen. Entschuldigung. Ja. Und damit auch herzlich willkommen im Nicht-Keller von Markus Plötz. Es wirkt wie ein Keller, ist es aber keiner. Aber er ist voll mit Spielen und wir werden heute über Spiele reden, Spiele spielen und Spiele vorstellen. Ja. Erstmal, hallo Markus, ich hoffe, du hast dich gut erholt. Vielen Dank, dass wir deinen Nicht-Keller benutzen dürfen. Sehr gerne. Du hast schon passend den Pulli an, zu dem, was ich dich irgendwie direkt gleich mal ansprechen wollte. Ja, das ist purer Zufall, weil der war wieder der Oberste im Schrank. Aber tatsächlich sind wir letzte Wochenende, haben wir viel Zeit auf dem Kaiser-Raul-Konvent verbracht. Das alle war Zeit. War sehr cool, muss ich sagen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, auf der eurer Deluxe das schwarze Auge kommen, wo es nur um das schwarze Auge geht. Nur um das schwarze Auge, ausschließlich. Und um viel Essen und so. Auch. War cool. Also es war eine Bombenzeit. Ich habe mich gut amüsiert. Es war großartig. Es hat eine ganz andere Art von Convention, weil man einfach viel mehr die Möglichkeit hat, Zeit zu verbringen, auch mit den Leuten zu reden. Und es ist halt einfach eine andere Atmosphäre als jetzt auf der, ohne dass das schlechter ist, aber auf einer normalen Con, weil die einfach anders strukturiert ist, anders aufgezogen ist. Und weil man ein Hotelzimmer hat und ein Buffet, bei dem man sich bedienen kann. Also tatsächlich fand ich gerade den Teil mit dem Hotelzimmer und dem Essen, finde ich halt einfach super praktisch, weil ich kann mich daran erinnern, gerade weil ich gehe ja selten normal auf Conventions als Gast. Das ist ewig her, dass ich das geschafft habe. Aber auf der Veranstaltung war es so, dass ich mir keine Gedanken darüber machen musste, dass ich irgendwie aus Versehen mal verhungere oder sowas. Das kann auf einer normalen Con dann schon mal passieren, weil man dann einfach irgendwie nicht dazu kommt. Und dann gibt es dann so Sachen wie plötzlich Mittagessen und man kann sich da hinsetzen und kriegt was zu essen und muss sich nicht irgendwie mal irgendwie schauen, ob man irgendwo noch eine Currywurst bekommt und so. Das war natürlich einfach super angenehm und praktisch. Und auch die Sache mit dem Schlafen können. Also so auf einer Convention schlafen können. Auf einer Convention schlafen können und irgendwo passiert. Auf ein Hotelzimmer gehen zu können. Das war halt einfach super angenehm. Also außer da jetzt. Das war toll. Halt. Ja. Ich werde mich da auch nicht gegen verwehren. Hotelzimmer aufkommen sind nicht schlecht, nur teuer. Aber das ist, glaube ich, jedem überlassen, selber das abzuwägen. Ja, klar. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich möchte ja gar keine Entscheidung für jemanden treffen, zu sagen, ich bestimme, ihr müsst auf Hotelzimmer schlafen oder sowas. Und Michael pennt auf dem Boden. Es ist ja tatsächlich nur ein Angebot gewesen. Und was ich halt toll fand, ist, dass viele Leute kamen, die gesagt haben, hey, cool, das war genau das, worauf wir gewartet haben. Weil es waren ganz viele Leute da, die mich auch angesprochen haben, gesagt haben, wir wären schon gern seit Jahren mal gekommen, aber so irgendwie ohne Hotel und so weiter, das war einfach nicht das, was wir uns vorstellen konnten und wir haben uns nie aufgerafft und haben uns selbst eins geholt und deswegen fanden wir das Angebot toll. Und deswegen, es war einfach auch mal was ganz anderes, es war für alle, die da waren, was ganz anderes, es waren natürlich auch viele Leute da, die man von anderen Conventions kennt und selbst die haben gesagt, ja, es war einfach eine ganz andere Art von Veranstaltung. Gut. Ja. Ihr werdet es wieder machen. Ja, unbedingt. Das war cool. Das hat einfach auch tierisch Spaß gemacht. Ich habe am Morgen auch gefragt und dann waren alle so, ja, natürlich, es war aber... Oder ja, gut, da also, war noch so dieser Halb-Zombie-Status. Also Sonntagabend, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich dich ausgelacht und wäre lachend weggerannt. Also das wäre es gewesen, Schluss, aus, Ende. Da war ich irgendwann dann natürlich völlig erledigt. Aber schon am nächsten Tag, das war einfach... durch die Andersartigkeit natürlich einfach auch total spannend und cool. Von daher, ja. Also wir werden das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Wir müssen halt gucken. Wir haben natürlich auch ein bisschen was gelernt daraus. Dinge, die wir anders machen wollen und wir haben eine Menge gutes Feedback bekommen und sowas. Also von daher, da müssen wir schauen. Aber stattfinden wird sie in jedem Fall. Okay. Dann, wir haben heute natürlich auch wieder Gäste hier. Es werden nicht nur Markus und ich die ganze Zeit vor der Kamera stehen. Wir haben nämlich heute einmal einen Vertreter von der Drachenzwinge, also von einer großen Online-Community zum Vermitteln von Online-Rollenspiele spielen. Und wir haben zu Gast den Felix Mertikat. Und der bringt ein Spiel mit, dessen Namen ich mir... Tsukuyomi. Ich versuche es immer japanisch auszusprechen, aber mir wurde gesagt, das wäre noch viel zu klar und das müsste man eigentlich irgendwie vor sich hin murmeln. Aber ja, ein taktisches Fantasy-Science-Fiction-weirdes Spiel mit sehr coolen Fraktionen, die um einen abgestürzten Mond kämpfen. Geile ich glaube, besser kann ich es gerade nicht zusammenfassen, aber wir werden gleich noch drüber reden. Das ist ein cooles Spiel. Also
das wird bestimmt sehr abgefahren. Da freue ich mich auch auf das Live-Let's Play. Genau. Und mit beiden und mit dem Spieleerklärer Till, den Felix noch mitgebracht hat, den werden wir dann gleich. Das ist das erste Mal, dass wir einen eigenen Erklärbären geliefert haben. Ja, das ist super. Oder dann bräuchtest du doch auch jemanden, der da neben dir steht und das Spiel erklärt. Ja, ab und an hätte ich gerne mal jemanden, der mir das Spiel erklärt. Wie viele von der Sammlung hast du überhaupt schon gespielt? Also ich würde mal sagen, grob die Hälfte. Das Hauptproblem ist tatsächlich, dass ich auch dazu kommen muss, mir die Sachen durchzulesen. Also das mit dem Spielen, das geht dann noch, aber tatsächlich die Regeln davor dann immer noch lesen und so. Und dann muss man die dann auch noch erklären und so. Du bräuchtest einen professionellen Spieler. Ich hätte gerne einen Erklärer. Till. Till nochmal. Ja, die warten gerade alle noch hinter der Kamera und sind gerade sozusagen unser Live-Publikum. Und wir haben aber natürlich noch jemanden, der auch hinter der Kamera ist, beziehungsweise gerade zwei Leute, die nicht zu sehen sind, aber arbeiten. Das ist einmal natürlich der Nico hinter der Kamera, der versucht, alles einzufangen, so wie es gedacht ist, und sich um die Technik kümmert. Bekannt als die Regiekatze. Die Regiekatze, ja. Und irgendein Handy klingelt. Ich hoffe, das stört nicht gerade nicht den Ton hier im Raum. Hallo Internet, ich beantworte schon mal die ersten Fragen, und die über den Chat reingekommen sind. Und das ist Michael, der andere, der nicht vor der Kamera war, aber trotzdem arbeitet nämlich. Wie viele Laserraptoren sind auf dem KRK gestorben? Meines Wissens nach keine, zumindest kamen keine in meinem Abenteuer vor, wenn auch ein Dinosaurier. Die andere Frage, wird das D&D 5-Spieler-Handbuch zu RPC erhältlich sein? Ja, das ab diese Woche im Versand. In den Außenpostenläden und ab nächste Woche im regulären Handel. Danke, Michael Mingers. Jetzt bin ich ganz allein gelassen worden und kann aber zumindest noch eine Kleinigkeit sagen, nämlich... Da bin ich ja wieder. Also, ihr seht uns gerade auf YouTube und deswegen wird euch vermutlich schon aufgefallen sein, dass wir nicht mehr über Twitch streamen. Wir hatten zuletzt nach dem DSA 1 Let's Play... Das war echt... Da haben wir, beziehungsweise nach einem anderen Livestream neulich bei uns im Orkenspalterheim haben wir mal getestet, weil wir wieder ganz viele Versetzer und Ruckler hatten auf Twitch, wie es denn auf YouTube ist. Und YouTube hat zur selben Zeit mit denselben Software-Hardware-Einstellungen auf unserem Rechner und sowas deutlich bessere Qualität geliefert. Und deswegen streamen wir jetzt auf YouTube. Ja. Und hoffentlich werden wir die Ausfälle, wie wir sie halt doch die letzten paar Mal gerne mal hatten, bei den Let's Plays nicht mehr haben. Ich habe hinterher nochmal geschaut, wie der Table Flip denn aussah, mit dem wir das DSA 1 Let's Play beendet haben. Der war eher so... Ja. Hat auch was, aber vielleicht kriegen wir den noch mal in Flüssig hin. Es erinnert mich immer daran, dass ich auf meinen Gesichtsausdruck achten muss, denn wenn man sich länger selber im Standbild sieht. Ja. Gut. Ganz ruckelfrei ist es ja heute auch nicht, aber scheinbar deutlich besser. Vielen Dank für die Rückmeldung. Offensichtlich sind wir zumindest flüssiger. Es macht mir Angst, wenn du so hinter mir stehst. Du wolltest nicht raus. Ich muss dich übertreten. Beziehungsweise ja, wir sind jetzt auch schon an dem Punkt, wo wir dich verabschieden und wechseln können. Eigentlich wollten wir noch, du wolltest was noch was sagen. Ich habe doch was mitgebracht. Ja, stimmt, wir verlosen wieder etwas im Laufe von dieser Bruchfaktor-Sendung. We proudly present. Passend zum Kaiser-Roll-Content, über das wir genau, gerade geredet das, haben. Unser letztes Exemplar des Heldenwerk-Archivs in der Kaiser-Roll-Convent-Ausgabe. Die hatten wir nur da. Und eines könnt ihr jetzt hier tatsächlich gewinnen, wenn ihr die... Wir werden noch eine Rätselfrage stellen. Genau. Und zwar wird es wahrscheinlich so um 8 Uhr, zwischen 8 Uhr und 20 nach 8 ungefähr sein. Bleibt also... Plus, minus 2-3 Stunden. ...dran. Denn ihr könnt sie nur beantworten, wenn ihr vorher andere Teile dieses Videos geguckt habt. Weil wir da wieder wie in den anderen beiden Bruchfaktor-Sendungen am Ende zwei Zahlen kombinieren werden, die mit den Dingen, über die wir so reden, zu tun haben. Ja, also würde ich jetzt direkt aufpassen, wie viele Ohren die Personen im Bild haben, wie viele Finger, wie viele Bücher wir hochhalten, solche Dinge. Alles. Alles ist wichtig. Wirklich alles. Ja. Wie viele Ohren hast du? Ich gehe mal gucken. Damit bin ich auch raus. Damit bist du raus. Ja, das Heldenwerk-Archiv, eine letzte noch ungeöffnete, jungfräuliche Ausgabe, wird dann versandt. Da sind die bisher erschienenen Heldenwerk-Abenteuer drin, die normalerweise nur mit dem aventurischen Boten erscheinen, plus das Hexenreigen-Heldenwerk, das nur für die Vorbesteller vom DSA 5 Grundregelwerk gab. Und Seelanders Eleven, was ein Abenteuer ist, das selbe Format hat und auf dem Kaiser-Raul-Konvent. Genau. Es kam jetzt auch noch die Frage rein, wo die Sachen vom Kaiser-Raul-Konvent, die es nur exklusiv da gab, auch noch zu kaufen geben wird. Die Antwort ist, auf dem nächsten Kaiser-Raul-Konvent. Vielleicht wenn noch welche da sind. Wenn noch alles, was übrig geblieben ist. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Außerdem werden wir vielleicht noch, je nachdem, auf dem Redcon bei der Versteigerung auch noch 1 bis 2 dann auch noch für wohltätige Zwecke dann versteigern. Aber ja, es sind exklusive Bücher.
Und mir wurde gesagt, das heißt, dass sie exklusiv nur dafür sind, wofür sie gemacht wurden. Genau. Wie viele Traumata habe ich auf dem Kaiser-Raul-Konvent erlitten? Keins. Also, obwohl du DSA-5 leiten musstest. Obwohl ich dreimal DSA-5 geleitet habe, ja. Ich habe es auch nicht... Ist davon die Form nicht dann gelitten? Entschuldigung. Möglich. Also ich hatte ja zum Glück sehr verständnisvolle Spieler, die mir da auch unter die Arme gegriffen haben. Wir haben nicht so viel gewürfelt, wie das normalerweise bei Abenteuern bei mir der Fall ist, weil ich einfach mit den Regeln nicht vertraut genug war. Aber ich habe es nicht gehandwedelt oder so, sondern versucht, so nah wie möglich ich an den Regelkenntnissen von DSA 5 eben bin, das auch tatsächlich durchzuziehen. Es gab einen Dinosaurier, ganz viele Affen und nur einen Laser. Das ist tatsächlich nicht das, was ich mir davon erwartet hatte. Du hättest mehr Affen, mehr Dinosaurier und mehr Laser. Ich hätte mehr Dinosaurier und Laser. Die Affen waren mir nicht so wichtig, aber so. Dinosaurier mit Lasern. Okay, das versuche ich dann vielleicht für den nächsten KLK mit mehr Laserraptoren. Mehr Laserraptoren, finde ich gut. Es gibt ja für Fate dieses Masters of Umda-Setting, wo es auch explizit Laserraptoren auch als ausgearbeitete Charaktere und Gegner gibt. Das hat mich, also ich habe es gestern gekauft, deswegen wegen Laserraptoren und weil es insgesamt ja ein sehr He-Man-artiges Fate-Setting ist und ich lese gerade wieder in die Comics rein und dachte mir, ich brauche ein bisschen mehr He-Man in meinem Leben. Techno-Barbaren sind einfach super. Ja, Techno-Viking. Ich würde dich bitten, dann jetzt wieder da Platz zu nehmen und wir wechseln jetzt gleich kurz die Perspektive und ich rufe meinen ersten Gast hier nach vorne, nämlich den Fanier von der Drachenzwinge und jetzt setzen wir uns alle brav an den anderen Tisch, um uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was die Drachenzwinge so ist und so macht. Was macht die Drachenzwinge so? Tassen ist mein erster Eindruck. Ihr habt euer eigenes Merchandise. Wir haben unser eigenes Merchandise. Ach, ja. Sogar dein personalisiertes Merchandise. Genau. Mit deinem Nick. Weiß man ja nicht, wer ich bin. Das ist nicht so praktisch. Das ist also Fania. Er ist korrekt beschriftet, freundlicherweise. Stell doch mal kurz vor, was die Drachenzwinge ist und vor allen Dingen, wie die Drachenzwinge entstanden ist und sich entwickelt hat. Ihr seid ja nicht erst seit gestern sozusagen dabei. Nee, nicht wirklich. Wir sind im 11. Jahr. Was für ein Online-Projekt gar nicht so kurz ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, normalerweise ist, glaube ich, ein Online-Projekt, 90% davon zerfallen, bevor sie überhaupt laufen, gefühlt. Und der Rest, der es schafft, da zerstreitet sich das Team ungefähr in den ersten 6 Monaten. Das sind nur Schätzungswerte von persönlichen Beobachtungen. Dann sind wir echt nicht im Norm. Ja, wie hat es angefangen? Es hat damit angefangen, dass Arne, unser Gründer, in die Schweiz umgezogen ist und festgestellt hat, er ist in der Diaspora gelandet. Nein, die Schweiz ist kein Rollenspielland. Das kann also zumindest sein. Für einen ausgewanderten Deutschen war das wohl sehr schwierig. Und er hat es dann erst ein bisschen so online in Chatforen versucht. Also es gibt ja dsaonline.ch, glaube ich, wo man dann Text-Adventure spielen konnte seinerzeit. Keine Ahnung, ob es die doch gibt. Aber das war nicht das, was er sich vorgestellt hat. Dann hat er sich überlegt, eigentlich müsste man doch mit TeamSpeak und ähnlichen Voice-Chat-Programmen das besser hinkriegen. Hat sich ein paar Spieler gesucht und hat im September 2006 damals die Zwinge gegründet. Einfach nur, um selber wieder spielen zu können. Ja, und irgendwie ist die Idee eingeschlagen und ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und das Ganze gibt es bis heute und wird immer größer und netter und toller. Ihr habt vor 11 Jahren mit TeamSpeak angefangen. Ich nehme an, damals dann wahrscheinlich sogar noch mit TeamSpeak 1. Zwei. Ja, immerhin. Seid ihr, wie hat sich denn sozusagen eure Technik weiterentwickelt? Wie viele Ebenen von Drachenzwinge gibt es? Es gibt ja immer ein Portal, dann habt ihr euren eigenen TeamSpeak-Server. Ja, also die Drachenzwinge, der Kern der Drachenzwinge ist eigentlich das Projekt, wie kann ich Pen-and-Paper-Rollenspiel online betreiben? Und da sehen wir uns als Anleitung, Informationsplattform. Also das ist so der ursprüngliche Kernbetrieb. Und ob man das mit Skype oder Diaspora oder früher gab es noch Mumble oder was auch immer macht oder das Telefon, ist jetzt eigentlich Wuppe. Die Techniken bleiben auch ungefähr die gleichen. Und da haben wir Anleitungen und im Forum eben auch ganz, ganz viel Beratung um alle möglichen Programme und auch einige unmögliche Programme, wo man sich also Rat und Tat holen kann, wie kriegt man das Ganze zum Laufen. Und quasi eine Referenzimplementierung würde man das in der Software nennen, gibt es halt auch den eigenen TeamSpeak-Server. Ursprünglich 2, in der Zwischenzeit einen TeamSpeak 3-Server. Und um den hat sich so ein bisschen die Community drumherum gegründet. Und deswegen ist das auch noch TeamSpeak, weil den gibt es halt seit 10 Jahren und der funktioniert. Und da kann ich eigentlich an einem beliebigen Abend vorbeischauen und sagen, ich habe heute Bock zum Rollenspielen, gibt es eine spontane Runde. Und dann habe ich eine riesige Chance, eine zu finden, weil sich da an einem durchschnittlichen Wochentag zwischen
150, 200, vielleicht mal 250 Leute rumtreiben, die dort spielen. Und da gibt es halt viele Anschlussmöglichkeiten. Ja, und weil man nicht immer nur spontan spielen will, gibt es auch das Forum als Organisationsplattform zur Gruppensuche. Also was wir Spontanrunden nennen, sind so die One-Shots, würde ich mal sagen. Also es gibt die ganz spontanen, wie ich gehe jetzt ins Forum, schau mal nach, wer ist da. Und da gibt es auch einen Kanal im Teamspeak für Suche für jetzt, für System, Schlag mich tot, Katzen im Weltraum, eine Gruppe. Schlag mich tot, Katzen im Weltraum. Genau. Kommt das bei Ulysses raus. Ein echter Klassiker. Mega-Titel. Ja. Ein echter Klassiker, ja. Übers Forum werden dann auch One-Shots organisiert, wo man ein bisschen Vorlauf macht und sagt, wir brauchen vielleicht so 1 bis 4 Termine. Mhm. Aber abgeschlossen, dann ist auch wieder gut. Und dann gibt es eben auch die Gruppen, die sich wie eine klassische Tischrunde einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr treffen und irgendwas Längeres durchspielen. Und ich weiß nicht, wie viele Versuche für die 7 gezeichneten Kampagnen es momentan parallel gibt. Wird immer wieder gestartet. Es ist unglaublich. Diese Kampagne hat einfach einen großen Magnetismus, sage ich mal. Vernichtungspotenzial von Runden, meinst du? Ja, und auch einen großen Verbleibungsmoment, sage ich mal, dass man lange in ihr drin hängt. Gibt es sozusagen eine einzelne Untergruppe auf eurem Server nur für Leute, die gerade DigiSieben spielen? Nein, es gibt aber immer wieder Leute, die im Suche-Gruppe-Bereich sagen, ich würde sie gerne mal spielen. Gibt es irgendjemanden, der sie gerne leiten möchte? Und dann gibt es auch Leute, die sie leiten wollen. Und dann gibt es immer ein paar Mann, die schon sagen, du weißt schon, das Ding dauert 3 Jahre, mach keinen Scheiß, fang klein an. Naja. Aber gut, insgesamt sind wir heute vielleicht 1600 aktive Spieler. Also unter aktiv zählen wir Leute. Ich wollte gerade fragen, wie oft müssen die sich einloggen, damit sie bei euch als aktiv gelten? Also wir haben 6000 im Forum Registrierte. Mhm. Ja, wobei wir regelmäßig die wieder rausnehmen, die sich nur einmal eingeloggt haben und nie einen Post gemacht haben. Wurde auch vor kurzem wieder bereinigt, also die 6000 ist gerade aktuell. Als aktiv zählen wir alle, die in einer Gruppe organisiert sind. Okay. Weil wenn ich eine Gruppe gründe, dann bekomme ich einen eigenen Forumbereich, wo ich mich dann mit meiner Gruppe abgekapselt besprechen kann, ein privates Forum machen kann und sowas. Und da können wir halt zählen, wie viele Leute sind in solchen Gruppen drin. Und das sind im Moment 1600. Mhm. Wir haben 535 Spielleiter nach letzter Zählung, die 503 Gruppen im Moment. Du kannst auch was sagen, Regie, Katze. Das Mikro war zu... Aber es sind mehr geworden. 506 kriege ich gerade eingeblendet. Ja, so schnell geht das bei uns einfach mit den Gruppengründungen. Also mehr als 500 aktive Gruppen. Und das ist dann schon ein ganz schöner Haufen. Allerdings, wo rekrutieren sich die Leute sozusagen? Ist das der gesamte deutschsprachige Bereich? Sind da auch dann Leute wirklich in der Diaspora? Also sind dann auch welche, die zum Beispiel nach, was weiß ich, Neuseeland, USA und so? Ja. Also es ist überall. Es ist hauptsächlich deutschsprachig. Es gibt immer mal wieder so kurze Ausrutscher, aber eigentlich sind wir deutschsprachig in der Community. Es gab, Ausrutscher. Ja, Ausrutscher passieren halt. Aber aus Versehen Leute angefangen, Englisch zu sprechen. Genau. Da kamen aus Versehen mal ein paar englische Leute mit rein, dann wurde die Gruppe halt auf Englisch hochgezogen. Mhm. Das ist passiert. Aber eigentlich ist es Deutsch, wobei Deutsch halt wirklich bedeutet, dass wir auch Schweizer und Österreicher dabei haben. Aber auch nach Irland Ausgewanderte, die dort irgendwelche Telefonsupport für irgendwas machen und den Kontakt mit zur Heimat haben. Wir haben auch Leute auf Geschäftsreise, die dann in China im Hotel sitzen, die Zeitverschiebung irgendwie mitnehmen, aber sich dann noch für ihre Runde einwählen. Ich habe selber schon aus Israel herausgespielt, aus Tel Aviv. Da ist nur 1,5 Stunden Zeitversatz, das geht einigermaßen. Was spielt man so in Tel Aviv? Also das in dem Fall, was war das zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, Ars Magica. Oh, okay. Leg mich da jetzt aber nicht fest. Ja, was hat die Runde gerade möchte. Also von dem her ist es über die halbe Welt verteilt tatsächlich. Und für einige auch so ein bisschen der Anker nach Deutschland zurück. Mhm. Wir organisieren ja auch einmal im Jahr unser Forentreffen, unsere Con. Und da haben wir auch ein paar von unseren irischen Auswanderern, die das gerne als Gelegenheit nutzen, um zurückzukommen. Hallo Kalle, ich hoffe, du schaust zu. Und dann mal wieder zurückkommen. Hat Michael gerade die Anweisung bekommen, nachdenklich zu nicken und sich mit dem Bart zu streichen? Ich gehe darauf später ein. Okay, verstehe. Was bringt einen dazu, so ein Projekt zu stemmen und auch längere Zeit dann als Organisator mit dabei zu sein? Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ihr dafür nicht bezahlt werdet. Das würde mich jetzt sehr überraschen. Interessantes Geschäftsmodell. Nein. Ja. Bezahlt mich dafür, dass ich eure Spielrunden organisiere. Genau. Ja, was bringt andere dazu, Woche für Woche irgendwelche Fanvideos zu drehen und ins Internet zu stellen. Der Spaß bei der Sache, würde ich sagen. In dem Fall die Community, also es gibt ja auch viel zurück. Hm. Also wir haben heute ein aktives Team von 20 Leuten, die das Ganze organisieren.
glaube, ja, ich bin der Dienstälteste in der Zwischenzeit. Am Anfang war es bei mir wirklich so ein Interesse an der Technik. Also okay. Ich bin dazugekommen, relativ am Anfang, so in den ersten 3 Monaten oder so, und war dann einfach von der Möglichkeit des Online-Würfeltischs interessiert und habe dann angefangen, mal einen für DSA 4 war das noch, eine Anpassung zu schreiben. Mhm. Kann man gleich nochmal darauf eingehen, wie die Würfelprogramme funktionieren. Und habe währenddessen den Arne mit Fragen bombardiert, ob er die Einstellung noch machen kann und die Einstellung machen kann. Und irgendwann meint er, hier ist Admin-Status, jetzt mach halt, ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, genau. So wurde ich rekrutiert und so bin ich dazugekommen und dann nie wieder weggekommen. Mhm. War tatsächlich, nach 5 aktiven Jahren habe ich irgendwann mal gesagt, ja, es ist gut, ich übergebe an die nächste Generation und ziehe mich zurück. Das ging dann eine Weile gut, bis uns dann am Tag der Dreieichcon der Server abgeraucht ist. Ich war gerade bei Iona, bei der jetzt Leiterin der Zwinge, weil ich mit ihr auf die Dreieichcon wollte. Der eine Tech-Admin war beruflich in Südafrika und der andere im Urlaub. Und dann saß ich plötzlich auf dem Sofa, habe festgestellt, meine Logins tun noch, habe den Server wieder so weit hochgezogen, bis der in Südafrika sitzende Jens übernehmen konnte. Also vom Strand dann ins Hotel gegangen ist und bei Samstag und per Modem-Verbindung den Server wieder stabilisiert hat. Ja, der Support wird hier im Chat auch sehr gelobt von der Drachenzwinge. Ja, wir tun, was wir können. Genau, aber ansonsten denke ich wirklich, die Liebe zur Community ist es. Man kriegt viel zurück. Und wir haben ja auch verschiedene spezialisierte Rollen, wo man sich da einbringen kann, wo man möchte. Also ich bin jetzt, wenn überhaupt, dann auf der Tech-Seite. Ansonsten graue Eminenz. Wir haben unser Helfer-Team, das ist so die erste Linie. Wenn man in den Teamspeak reinkommt und keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, dann kann man sich die netten Leute mit dem grünen Haar binden und die erklären dann einem, wie es funktioniert. Und wir kriegen heutzutage auch viel Zulauf, zum Beispiel von Leuten, die unseren Let's Play sehen, Rocket Beans oder sonst was, und sich überlegen, was ist Rollenspiel eigentlich? Und wenn die Rollenspiel online googeln, dann finden sie uns halt sehr schnell. Und dadurch kriegen wir auch einen Zustrom von Leuten, die haben in ihrem Leben noch kein Pen and Paper gespielt. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Technikanweisung, sondern auch, wie ein funktioniert, richtig, dieses Hobby überhaupt. Genau. Und dann haben wir Einführungsrunden und dann werden die in die Hand genommen, dann zeigen wir denen, wie das Hobby funktioniert. Das heißt, ihr merkt doch tatsächlich, dass es wieder mehr Neulinge gibt? Aber wir wachsen seit 10 Jahren. Von dem her kann ich nicht sagen, dass das Hobby schrumpft. Wir haben angefangen mit 20 Leuten. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei 1600 Aktiven. Also diesen Schwund des Hobbys, den merken wir nicht. Ja gut, das kann aber auch einfach sein, dass sich ein guter Teil des Hobbys eher auf das Spielen über Distanz eingestellt hat. Ja, ich wollte noch ein bisschen was dazu fragen, was ihr auch so beobachtet, welche Tools denn gerne eingesetzt werden. Hat sich ja einiges getan in den 11 Jahren, wie ihr das macht, dass es immer mehr auch Möglichkeiten gibt, sozusagen einen Spieltisch zu simulieren oder so. Es wird das immer mehr genutzt, oder? Es werden andere Tools genutzt, würde ich mal sagen. Also wir haben von ganz am Anfang, hatten wir Würfeltools, weil das Grundproblem war immer da. Irgendwie möchte ich sehen, was die anderen würfeln. Ich möchte Handouts teilen können, vor allem Kartenmaterial, um eben zu sehen, was geht gerade ab und so ein bisschen eine gemeinsame Erfahrung zu haben. Wir spielen ja ohne Kamera, also man kann auch mit Video spielen, aber in der Regel rein Audio. Und dann hat man halt diesen simulierten Würfeltisch als gemeinsame Plattform noch dabei. Die alten Dinger wie RPG-Table und sowas gibt es heute gar nicht mehr. Heute sind es 3 im Wesentlichen, die stark genutzt werden. Der alte Klassiker heißt Fantasy Ground. Mhm. Das ist eine sehr schöne Software, wo auch die Würfel und alles grafisch da schon umgesetzt sind. Also da rollen dann wirklich 20 Seiten über den Bildschirm mit Polygonanimationen und geben Geräusche von sich. Dann MapTool ist eine Kosten- und ein Freeware. Also Fantasy Ground kostet Geld. Mhm. MapTool ist Freeware. Kann man auch selber gut anpassen. Und das modernste ist dann Roll20. Das ist gehostet, also Roleplaying as a Service oder Roleplaying Table as a Service, wo man sich dann alles im Browser machen kann. Hat den Vorteil, dass man nicht mit der Technik nicht so viel rumkämpfen muss. Bei den ersten beiden muss irgendjemand den Server stellen. Mhm. Und die erste Sitzung geht eigentlich immer schief, weil Portfreigabe, Router, sonst was, unser Hilfeteam weiß genau Bescheid, wie sie das alles erklären müssen. Bei Roll20 geht das alles ein bisschen leichter. Nachteil natürlich bei Roll20, man muss da ein Monatsabo abschließen und hat laufende Kosten, zumindest als Spielleiter, wenn man das intensiv nutzen möchte, da muss man halt abwägen. Wenn ich direkt mal reingrätschen kann, wir haben auf dem Kaiserau-Konvent auch schon direkt mit jemandem gesprochen, der den Roll20-Support für DSA 5 bauen möchte, auch für die englische Version. Da wird es also in absehbarer Zeit tatsächlich dann auch ein DSA 5 Plugins geben und dann auch die Möglichkeit, dann DSA 5 sehr viel sauberer darüber zu spielen mit den vorgegebenen Institutionen. Ja.
Der hat einen sehr, sehr umfangreichen Charakterbogen gebaut, der halt auch ganz viel Unterstützung für die Regeln liefert und dergleichen. Also da ist was im Gang. Ja, war auch in meiner Runde dabei. Also ist entweder jemand, der von der Zwinge kommt oder jemand, der sich mit der Zwinge in Verbindung setzen sollte, weil wir haben sehr intensive Erfahrungen im Bauen von DSA 4 Rulesets und können da wahrscheinlich auch für 5 einiges weiterreichen. Wie ist eure Erfahrung? Es wird jetzt hier mehrfach angemerkt, dass noch zu wenig DSA 5 Runden eigentlich laufen würden auf der Drachenzwinge und dass das meiste noch DSA 4 wäre. Ja, das Angebot und Nachfrage regelt sich das selber, würde ich sagen. Wenn zu wenig DSA 5 Runden da sind, dann kommt und bietet sie an. Wie auf jeder Con auch, die Runden entstehen nicht aus dem leeren Raum. Irgendjemand muss es machen. Und ja, wir sind wahrscheinlich noch ein bisschen 4 lastig, weil halt viele Runden noch nicht umgestellt haben. Es wird jetzt hier gesagt, dass es auch eine freie Version von Roll20 geben würde, dass das nicht unbedingt kostenpflichtig wäre. Man kann es kostenlos betreiben, hat dann aber wesentlich weniger Möglichkeiten der Anpassung. Also wenn man mit dem arbeitet, was das Grundtool einem gibt, dann ist das ausreichend, das ist richtig. Aber wenn ich zum Beispiel so eine Charakterbogen selber bauen möchte, dann brauche ich die Bezahlversion. Okay. Also da Komfortgrad und Bezahlgrad gehen da Hand in Hand, sag ich mal. Natürlich. Ja. Das immer so ist. Ich habe jetzt mal eine ganz stumpfe Frage, sage ich direkt. Wie kann man euch unterstützen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel macht ihr einen Spendenaufruf für Serverkosten oder so etwas? Oder? Tatsächlich, unsere Kosten sind gedeckt. Das funktioniert ganz gut. Da müssen wir auch nicht... Ja gut, es gibt da eine Aktion. Also wir haben einmal im Jahr unsere Convention, unser Forentreffen. Und da machen wir seit ein paar Jahren eine Spielleiterversteigerung. Das heißt... Verschiedene Leute bieten sich als Spielleiter an und das wird dann mit Stretch Goals kombiniert. Also, was weiß ich, für 20 Euro leite ich dann ein Abenteuer eurer Wahl, solange es mir gestellt wird. Für 30 Euro gehe ich von meinen Standardsystemen runter. Für 75 Euro komme ich bei euch zu Hause vorbei und bekoche euch noch dazu. innerhalb von 100 Kilometer Umkreis um meinen Wohnort oder so. Also das letzte Mal ging für 250 Euro ein komplettes Live-Rollenspiel für die nächste Con über den Tisch. Das war eine Bietergemeinschaft, das wurde nicht von Einzelpersonen ersteigert. Und allein diese Aktion bringt eigentlich genügend Geld in die Serverkasse, dass das nächste Jahr finanziert ist. Wir haben jetzt auch nicht die Riesenkosten, also die Bandbreiten, die wir brauchen, sind nicht so gigantisch. Ja, klar, wenn alles nur größtenteils Voice-Chat ist oder dergleichen. Das geht. Also wir haben einen gemieteten Server dafür. So reines Webhosting stimmt das schon lange nicht mehr. Aber es ist immer noch im bezahlbaren Bereich. Ist nicht so teuer. Ihr müsst mir Menschen dafür verkaufen. Genau, also wenn man jetzt... Ich finde es aber gut, dass ich Leute darum zwingen kann, aus ihrem regulären System rauszukommen. So, komm aus deiner Komfortzone raus, hier, 20 Euro. Nee, nicht DSA. So, also, interessanter Gedanke. Wenn ich jemanden nicht mag, sage ich einfach, du leitest jetzt das für die anderen Leute, nur damit ich dich leiden sehen kann. Also, einfach zu allen Leuten in der Szene gehen kann und dann irgendwie 5er also, hinwerfen und sagen, und jetzt... Spiel Savage Worlds. Also das Highlight war vor 2 oder 3 Jahren, wo jemand als oberstes Stretch Goal gesagt hat, wo jemand, der noch nie DSA geleitet hatte zu dem Zeitpunkt, er leitet die G7 an einem Tag. Ja, das wird hier von einer eurer Nutzer hat sich hier deswegen gemeldet, Xulu Fatang. Er sagt, ich mache das in einem Tag. Genau. G7 durchziehen. Genau. Und es gibt einen. Wie geht das? Es gibt einen Mitschnitt. wie geht das? Also er ist nicht mit DSA-Regeln geleitet. Ich weiß überhaupt nicht, ob Regeln verwendet wurden. Seine Vorbereitung bestand darin, dass er die Klappentexte der Abenteuer gelesen hat. Ich glaube noch die Zusammenfassung der ersten 2 oder so, aber mehr war sowieso nicht nötig, weil ab dem Moment war der Plot sowieso woanders. Und dann haben sie das tatsächlich durchgezogen. Also er hat etwas gespielt, wo G7 drauf stand. Und was die Klappentexte als Inspiration benutzt hat und wo die Mitspieler behaupten, es hätte zumindest rudimentäre Ähnlichkeiten mit den Klappen. Beeindruckend. Ich mag die Idee. Ich habe mal auf einer Con mitbekommen, dass jemand für Xulu... Nee, aber ich habe mal Nein, ich leite nicht die G7 in einem Tag. Ich habe mal mitbekommen, auf einer Con, Xulu in Yalotep's Schatten, an einem Tag die komplette Kampagne, die ganze Box durchgespielt auch. Das ist ja weitestgehend Kultisten erschießen, aber es hat funktioniert. Okay. G7 ist ja mehr als nur Leute umhauen. Was wird denn, wir müssen kurz auf die Zeit schauen, aber wir sind nicht sklavisch gebunden an unseren Zeitplan. Wir werden aber in nächster Zeit dann zu Junge wechseln. Pizza. Ich habe gesagt, das ist ein guter Punkt. Können wir uns beeilen? Nein. Ja, jetzt wird wahrscheinlich hier mit Blicken gleich Duell gefochten, wer dran sein muss und wer nicht, wer noch oder schon essen kann. Ich leite Handels ja am Kiepenkerl in der Abenteuerfassung. Hat das jemand vorgeschlagen? So in etwa. Aber ich mag die Idee. Klingt nach einer Wirtschaftssimulation, schlicht und einfach. Ja.
Was wird denn vor allem gespielt, beziehungsweise gesät? Ihr merkt ja auch irgendwie, dass es immer mal so eine Modeerscheinung gibt, dass dann ein System mehr ist und dann irgendwie ein Jahr später wieder weniger? Puh, auf Jahreszyklen haben wir es, glaube ich, noch gar nicht angeguckt. Also ich denke, wir haben einen guten Querschnitt über die deutsche Rollenspiellandschaft. Also die Platzhirsche sind natürlich da. Also DSA, Splittermond, Shadowrun, Cthulhu sind auf jeden Fall stark vertreten. Wir haben aber auch eine sehr große Breite. Dadurch, dass wir so viele sind und auch gut gestreut, findet man auch von Nischensystemen Mitspieler, wenn man sich ein paar Tage Zeit lässt mit der Suche und mal ein, zwei Wochen bereit ist zu warten. Aber dann findet man auch für Katzen im Weltall genügend Mitspieler. Also die Fate-Gruppe ist noch, Fate-Gemeinschaft ist noch relativ stark in der Organisation. Die würden auch die Katzen im Weltall einfach spielen? Die spielen Katzen im Weltall mit allem, ja, genau. Denn sie waren auf Dark ist natürlich auch noch relativ stark dabei. Mhm. Ja, aber schwerpunktmäßig schon die Platzhirsche. Also DSA, Shadowrun, Splittermond jetzt. Jetzt vergesse ich bestimmt irgendwas und kommt im Chat schon wütende Beschwerden. Aber wir haben so und so viele Runden von Katzen der Welt. Tatsächlich haben wir die Statistik, die machen wir einmal im Jahr, um zu gucken, wie denn gerade die aktuelle Verteilung ist. Wobei es ist immer so ein bisschen Schätzung, weil die Gruppen haben keine Pflichtangabe, was sie spielen. Also wir können so ein bisschen, wenn eine Gruppenbeschreibung erstellt wurde, dann können wir es ein bisschen abschätzen. In der Hoffnung, dass die Gruppenbeschreibung aktuell ist und nicht einfach die Gruppe beschlossen hat, von Pathfinder auf DSA 5 zu wechseln und uns nicht Bescheid zu sagen. Das wissen wir dann nicht. Merkt man ja kaum. Genau, merkt man. Ja, wir hören ja nicht zu. die Vollüberwachung aller Online-Runden haben wir irgendwann mal eingestellt. Das war zu aufwendig. Und ihr speichert es auch nur noch ein halbes Jahr. Tatsächlich, tatsächlich haben wir sogar ein Aufnahmeverbot auf dem Server. Also wer einen Audioschnittschnitt machen möchte, soll das bitte auf einem eigenen Teamspeak machen. Da sagen wir auf unserem Server, ist es gemütlich und da wollen wir auch keine, denn nicht hinter irgendwelche Audioschnipsel durch die Gegend kursieren. Okay. Das gehört zur Etikette. Also den Bullshit, den ich da absondere, der bleibt auch dann wirklich nur. Genau. Was auf der Drachenzwinge passiert, bleibt auf der Drachenzwinge. Genau. Verstehe. Aber Zuhörer sind in der Regel erlaubt. Also wer Lust hat, einfach mal in eine Runde reinzuhören, kann auf den Teamspeak-Server kommen, sich kurz die Regeln erklären lassen. Das ist im Wesentlichen, dass man sich ein Z vor den Namen macht, dass man in der Liste der Spieler auch unten ist, das Z wie Zuhörer, das Mikrofon stumm schaltet und dann kann man auch in Runden zuhören. Die meisten sind dafür offen. Also wenn man unbedingt mal wissen wollte, wie Katzen die Welt als ich spielt, dann kann man sich da auf die Weise auch mal reinholen. Ich hoffe, bin relativ sicher, dass es in zwei Wochen bei Drive-Thru ein Fate-Setting für Katzen im Weltall auftauchen wird. Das habe ich ja vom SK-Podcast geklaut, muss ich ja zugeben. Okay. Ja, das ist immer Ihr Standardbeispiel für alles. Unsere Erzfeinde. Eure Erzfeinde, es tut mir leid. Also naja, nicht von Ulysses. Aber ihr wisst, wen ich meine. Aber sie sind ja gerade in der Pause wegen Kind und so. Okay. Also gerade sind sie keine Bedrohung. Ja. Ja. Genau, deswegen geht auch viel mit Zuhörern, mit Kindern. Auch, wir warten immer noch drauf, dass die Rollenspielautoren die Gelegenheit nutzen, um sich hinterher mal anzuhören, wie ihr Abenteuer eigentlich im Spiel so funktioniert. Das klingt tatsächlich nach einer coolen Idee. Ich habe mich für die paar Sachen, die ich geschrieben habe, ich habe zwar ein paar, die mir immer mal wieder Rückmeldung geben, wir sind jetzt da und XY hat funktioniert oder eben nicht. Rollenspiel als Hörbuch. Sozusagen. Wie intensiv nutzt du selber das eigentlich? Im Moment habe ich eine Runde auf der Zwinge, die läuft etwa, also theoretisch sollte sie alle zwei Wochen laufen. Momentan sind wir eher bei 3-4 Wochen Zyklus. Verstehe. Ja, wir sind alle berufstätig. Einer hat jetzt gerade das dritte Kind bekommen und ja, die Widrigkeiten des Lebens. Aber sagen wir mal so, ohne die Online-Möglichkeit würdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Das ist tatsächlich einer unserer größten Zuwanderungsströme. Es sind Leute, die aus irgendeinem Grund keine Gelegenheit mehr haben, an den Tisch zu kommen. Also die eine Leidensgeschichte sind die Menschen, die am Ende ihrer Schulzeit feststellen, dass sich fürs Studium jetzt alle Freunde über Deutschland verteilen. Ja. Die älteste Runde auf der Zwinge, die immer noch läuft, ist tatsächlich eine solche. Das war Runde Nummer 2. Entstanden, weil sich die Spiele über Deutschland verteilt haben und die läuft heute noch, soweit ich informiert bin. Und das andere, die andere Leidensgeschichte, und da gehöre ich selber auch dazu, sind die Menschen, die plötzlich so ein kleines, süßes Ding auf dem Arm hatten und festgestellt haben, mit Baby im Haus sind Tischrunden nicht mehr ganz so opportun.
Vor allem nicht, wenn beide Partner gerne spielen und es dann echt schwierig ist, wenn einer von beiden sagt, du bleibst daheim, ich gehe jetzt Rollenspielen. Und da kann man versuchen, das noch so fair zu gestalten, wer wann darf. Hier, dein Kind, ich gehe spielen. Genau. Aber wenn man gemeinschaftlich auf dem Sofa sitzt, eventuell noch das Kind dazwischen liegt und sich freut, dann funktioniert das tatsächlich. Also auf die Weise habe ich die Filiasen-Kampagne online gespielt und wir sind durchgekommen, also wirklich einmal rund um Aventurien. Mit Baby. Mit erst einem, dann später zwei Kinder nebenbei. Ja, genau. Das hat länger gedauert, die Filiasen-Kampagne. 70 Abende. Wow, okay. Haben wir denn noch Fragen aus dem Chat? Ja, aber nicht mehr zu Drachenzwinge, die habe ich immer eingeworfen. Okay, gut, dann würde ich mich erstmal bedanken. Vielen Dank, Fabi. Ich danke dir. Vielen Dank auch, Michael, für Fragenhilfe in diesem Abschnitt. Und dann tauschen wir jetzt einfach mal und ich entlasse dich in den Bereich hinter die Kamera, wo das Essen ist. Pizza! Und so, hol mir stattdessen. Während hier umgebaut wird, beantworte ich schon mal ein paar der Fragen. Kaiser Raukon Band, es hat niemand irgendwie ein Dutzend Sachen da vor Ort gekauft und vertickt die jetzt bei eBay, weil jeder Besucher hat eine Begrüßungsmappe bekommen und da waren Gutscheine drin, um sich die limitierten Kram jeweils holen zu können. Das heißt, jeder hatte konnte nur maximal zwei Würfel, ein Abenteuer, mehrere T-Shirts und Chips. Das ist meine dezente Methode, dich zu versuchen, dich da wegzuholen. Noch zwei Sachen! Auf dem Tisch muss was aufgebaut werden, Michael. Komm doch einfach rüber. Genau, deswegen konnte... Die Kamera ist woanders. Katze! Hätten wir einen Hund, würde das direkt funktionieren. Hätten wir mehr Leute. So. Du bist Hundefan. Danke. Das Bizarre daran ist, die Kamera-Katze ist auch eher Hundefan. Mhm. Hunde sind einfach die besseren Menschen. So. Katzen sind Arschlochtiere. So. Hat er da notiert, ja. Jetzt schalten die Hälfte der Zuschauer ab. Zack. Ja. Internet und Katzen. Ja. Ja, die ganzen Katzen schalten jetzt ab. Den Heldenwerk-Sammelband gibt es nicht nur auf dem Kaiser-Raul-Konvent. Es wird im Oktober oder November die reguläre Fassung von dem erscheinen. Und zum Redcon haben wir dann auch noch eine Überraschung für euch. Wer also zum Redcon kommt, kann da auch noch was abgreifen. Wann erscheint der Havena-Band? Wahrscheinlich im Herbst. War früher gedacht, dann ist dem Autor aber sowas wie Privatleben dazwischen gekommen. Der eine oder andere wird es, wir haben es ja eben gehört, deswegen verschiebt er sich ein bisschen nach hinten in unserer Gesamtplanung, aber im Herbst sollte der Havena-Band mit passendem Abenteuer und einem eigenen Landkartenset dann auch erscheinen können. Also drei Produkte drum. So, das war's. Das war's. Das waren alle Fragen schon. Das war das, was ich aufgeschrieben habe und was wir bis jetzt nicht haben klären können. Vielen Dank, Michael. Bitte. Zum Essen. Ich tausche den Michael gegen einen Felix. Hallo Felix. Hallo. Es wird gerade ganz, ganz sneaky außerhalb des Bildausschnittes von Till das Spiel aufgebaut und wir reden einfach erstmal so als Trockenübung ein bisschen über Tsukuyomi. Und wie sprichst du es aus? Tsukuyomi, wir machen es richtig schön deutsch. Ich glaube, es müsste eigentlich irgendwie Tsuyumi heißen oder Tsukuyomi, sowas. Ja. Aber wir nennen es ja eigentlich, wir haben dann einen Untertitel Full Moon Down, damit es ein bisschen leichter sprechbar ist. Okay. Wo kam ursprünglich, aus welcher Richtung kam die Idee für das Spiel eher? War es dieses, du willst ein Taktikspiel machen, das in D&D funktioniert und dann hat sich ein Hintergrund dazu entwickelt oder hattest du den abgefahrenen Hintergrund und dann dachtest du, irgendwie muss ich da jetzt auch hexagonale Plättchen benutzen und Figuren? Ja, okay. Ja, die Geschichte von Tsukuyomi ist so ein bisschen durcheinander, weil ich ursprünglich zu einer ganz anderen Welt ein Spiel entwickeln wollte. Ein Kartenspiel, das wir relativ leicht spielen können, aber doch strategische Tiefe und sehr unterschiedliche Fraktionen. Und der ursprüngliche Partner, der das machen wollte, hat dann irgendwann gesagt, es passt ihm nicht so richtig rein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich schon so irgendwie Vorarbeit geleistet und jetzt, wenn ich das jetzt dafür ein eigenes, cooles Thema finde, kann ich daran weitermachen. Und dann habe ich ein bisschen gehirnt und irgendwann ist mir der Mond auf den Kopf gefallen. Du hast gehirnt? Ja. Yeah. Ah. Und dann ist mir irgendwann, wie gesagt, die Idee gekommen, das wäre doch cool, wenn der Mond so auf der Erde liegen würde. Und das klang erstmal total cool, weil ich recherchiere bei sowas dann auch gar nicht. Ich sage, das sieht cool aus und wenn es Leute begeistert, dann passt das schon, das ist Physik hin und her. Und dann habe ich, wie immer, ein bisschen zu tief gegriffen. Meine Freundin Jasmin, die ist... Sag dir mal, du musst dich nicht so zurückhalten, du musst nicht subtil arbeiten, du darfst ruhig ein bisschen auf die Kacke hauen. Und seitdem ich das so diesen Freibrief hatte, habe ich mir dann eben Landwale ausgedacht, die so auf allen Vieren laufen oder ein Korallendrift, das man spielen kann. Oder die Boarlords, das sind Wildschweine. Der Michael ist großer Fan von denen. Und die gehen zum Beispiel ganz stark in die Wortspielkasse, da bin ich jetzt schon arm. Ja, vor Boredom.
Vor Boredom, genau. Oder die Borgards heißen noch alle Humphrey mit Vornamen. Oh. Wir haben hier keine Wortspielkasse, zum Glück. Ja, zum Glück, ich merke schon. Oder der Bohrmaster hat zum Glück nicht auf Bachelor studiert. Der Bohr-Bachelor. Der Bohr-Bachelor, genau. Aber wir hatten auf jeden Fall irgendwann in der Erweiterung, gibt es dann die Bohr-Machine noch. Oh. Die fehlt jetzt noch. Zweite Gedose. Nein, alles gut, alles gut. Ja. Also wie gesagt, Tsukuyomi ist absichtlich so gedacht, dass es nicht allzu ernst ist, aber ernstzunehmende Elemente gibt, aber an sich nicht so ernst nehmen muss. Wir haben ja auch die Nomads drin, die Amerikaner, die zum Beispiel den Mond Demokratie bringen wollen. Ja, und, ach so, deren, und schauen, ob er Öl hat, oder? Zum Beispiel, ja. Also wir haben jetzt auch so ein bisschen den Zeitgeist aufgegriffen, den Nomads. Die Mission heißt Make the Nomads Great Again und wollen da so ein bisschen an den Zeitgeist anknüpfen. Aber effektiv geht es darum, Spaß zu haben und Abwechslung zu liefern. Mhm. Und ich glaube, ich darf es ein bisschen noch darauf hinweisen, Till ist nicht nur Spielerklärer, Spielaufbauer, sondern seit also 1. Januar auch mein Partner bei King Raccoon Games. Mhm. Also wir machen das Studio gemeinsam mit seit Januar und entwickeln auch viele neue Spiele schon. Und deswegen wollte ich es nur mal einwerfen, dass er nicht nur zum Spielerklären hier ist. Gut, danke für... das tut mir auch sehr leid, Till. Du hättest das einfach aus dem Hintergrund reinrufen können. Sorry. Dafür ist mich viel zurückhalten, weißt du? Welche Fraktion gefällt dir denn am besten bisher? Ich habe tatsächlich das erste Mal, dass wir schon darüber geredet haben, war ich absolut begeistert von den Landwahlen. Die Lords of the Lost Sea. Genau, die auf ihren vier Flossen sich durch die Gegend wälzen. Ich stelle mir das halt noch unwürdiger, aber gleichzeitig majestätischer vor als jetzt bei den Seelelefanten. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem fliegende Wale hat ja jeder schon gesehen, aber laufende Wale ist was Besonderes. Ja, und mühselig. Deswegen sind die auch alle massiv, das wirst du nachher merken. Du hast ja schon gesagt, dass du die spielen willst. Ja. Die sind alle massiv, also die werden sich nur so durchs Spielfeld schleppen, aber das musst du dann aushalten. Aber dafür sind sie halt cool und sie extrem massiv. Haben tolle Gesänge und eigentlich würden sie vermutlich außerhalb des Wassers an ersticken und vertrocknen. Aber genau. Der Mond liegt auch auf der Erde, also ja, Physik der Hintergrund dazu ist ja, dass der Mond, weil er ja ein Kami ist, also der Innenmond ist dieser weiße Drache, das ist ein Kami und der hat so eine Art göttliche Aura und sorgt dafür, dass sich die DNS weiterentwickelt. Mhm. Ja, das heißt, alle Lebewesen erfahren eine spontane Mutation dahingehend, dass sie überlebensfähiger werden. Und die Wale sind auch intelligenter. Ja. Weil die Schweine sind intelligenter und können auf zwei Beinen laufen. Wir haben auch zum Beispiel Vögel, Vulture Culture. Die sind auch intelligentere Vögel zum Beispiel geworden. Vulture Culture. Vulture Culture, genau. Du siehst schon, wohin es geht bei der Welt. aber ich dachte mir, weißt du, ernste Spiele gibt es genug und Spiele mit Tiefe und ein bisschen Spaß, die packt man noch häufiger aus auf dem Spieltisch, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie schon gefühlt seit Ewigkeiten sozusagen in der Beta-Phase ist. Und alle zwei Wochen eine neue Fraktion irgendwie auftaucht. Ja. Wie ist denn der Stand? Okay, also zur Fraktion, das hat mir dann zum Glück nichts zu tun. Das ist der gute Wert. Ich hab schon von vornherein auf 20 Fraktionen ausgelegt. Mhm. Jetzt in der Grundbox werden wir 8 haben. In der ersten. Also die Grundbox selber wird 5 haben. Wir haben dann eine Kickstarter-exklusive Fraktion, die Drachen, die Fireborn. Und dann haben wir in der Erweiterung für 6 Spieler kommen dann nochmal 2 Fraktionen. Deswegen kommen wir insgesamt auf 8 derzeit, die Kanon entsprechen. Und in den weiteren Veröffentlichungen wollen wir dann auf die 20 hochgehen, /21. Aber ich habe Ideen für ganz viele Fraktionen. Deswegen ist es schwierig, sich zurückzuhalten und nur 20 zu machen. Immer wenn dir ein neues Wortspiel einfällt. Ja, zum Glück haben wir jetzt ein neues Spiel, da fallen mir ganz viele neue. Ich kann die da alle reinkompensieren, das ist ganz praktisch. Wegen Stand. Pass auf, es ist nicht ganz so simpel. Wir sind ein Studio. Mhm. Ja, jetzt hier Ulysses zum Beispiel ist vor allem Verlag. Das heißt, deren ganze Struktur funktioniert so, dass sie Spiele herstellen können, produzieren, in den Markt bringen können. Und als Studio haben wir dort unsere Schwachstellen, das Produkt wirklich rauszubringen. Wir sind das Studio, wir entwickeln die Spiele und gucken, dass sie möglichst ausgereift auf den Markt kommen können. Und an der Hürde, das auf den Markt zu bringen, dafür brauchen wir den Kickstarter. Und den bereiten wir gerade vor. Okay. Und wir hätten jetzt, und das war der Stand bis vor 3 Wochen, war, dass wir nächste Woche mit dem Kickstarter anfangen wollten. Ja, das wäre so. Ja, und was ist passiert? Was Gutes. Das ist was sehr Gutes passiert. Und zwar haben wir, also ich mache kein Kiss and Hell, deswegen wir haben
potenzielle Partner, die sich, die uns an, also wir haben sie auch für Distribution angesprochen. Ja, das war das Ziel. Wir suchen einen Distributionspartner, der das Spiel rausbringt mit uns. Und daraus ist aber jetzt könnte eine größere Liaison werden und das allerdings würde den Kickstarter verzögern, weil dann eventuell Miniaturen ins Spiel reinkommen. Das Spiel ist geplant als mit diesen Aufstellern, eventuell auch mit Kunststoffaufstellern. Weil genau. Ich muss mir jetzt direkt mal einen von den Wahlen hier klauen. Genau, also die Pappaufsteller haben den großen Vorteil, dass sie A, weniger Volumen wegnehmen und natürlich die Werte draufgeschrieben werden können. Mhm. Aber unser Partner hat sich ganz explizit gewünscht, Miniaturen zu machen. Das ist ein großer Schritt, den man sagt ja gerne so, wir prüfen ihn gerade. Wir könnten uns das schon vorstellen, aber es würde definitiv einen Zeitplan extrem verschieben. Ja, irgendjemand muss sie dann jetzt noch skalpen. Genau. Und deswegen sind wir gerade in so einer Zwischenphase, in der ich jetzt gerade das Spiel ist fertig, wir werden heute die finale Version spielen, aber bis das Produkt rauskommt, da habe ich auch gerade Michael eine Diskussion gehabt, weißt du kannst was fertig haben, bis es rauskommt, in dem Laden steht, ist echt, das sind so viele Schritte dazwischen, die jetzt gerade anstehen und das ist schwierig zu behaupten. Michael kann ja einiges davon erzählen, wie das dann sich nochmal verzögern kann, wenn irgendwie die Druckerei in China ja... Genau. Exakt, andere genau. Sachen schickt, als du dachtest, oder was verloren geht. Und deswegen, wenn wir bei den Pub-Dingern blieben, weil zum Beispiel die Partnerschaft nicht zustande kommt, könnten wir relativ zeitnah den Kickstarter dann starten. Wir haben alles im Hintergrund vorbereitet. Die Kampagne ist schon, ich muss nur noch auf Launch drücken. Das Video wird am Freitag dann auch final vertont werden. Also wir haben dann das Kickstarter-Video, die ganzen Search-Codes sind vorbereitet. Das ist alles da. Ist das dann direkt international gedacht? Ja, genau. Wir haben so gearbeitet, dass wir ziemlich leicht Sprachwechsel machen können und eben auch gucken, dass wir in Amerika vertreiben. Deswegen suchen wir ja auch einen Distributionspartner oder haben einen gesucht bisher, um eben das leisten zu können, weil wir sind zwei Personen und wenn die sich jetzt da hinstellen und im besten Fall 800 Spiele verschicken müssen, dann verschickt man eine lange Zeit. Ja, ich habe mal 900 Büchersets packen müssen für einen Crowdfunding, das wir gemacht haben. Dann weißt du, wovon ich rede. Ja. Deswegen sind wir gerade in dieser Zwischenphase. Ich freue mich sehr drauf, weil es tolle Chancen gibt, aber wir sind auch noch im Backup-Plan, dass wir loslegen könnten. Ja, und ansonsten seid ihr ja, soweit ich das verstanden habe, ausreichend auch mit euren anderen Projekten beschäftigt. Genau, also Tsukuyomi haben wir inhaltlich und regeltechnisch abgeschlossen. Mhm. Die Tests, die wir jetzt machen, sind unsere Blindtests. Also wir geben die Spieler raus mit den Spielregeln und lassen sie testen und gucken, funktionieren die Regeln, haben sie Rückfragen, kommen vielleicht die gleichen Rückfragen, kommen unterschiedliche Rückfragen. Bisher ist es so, dass sie eine Menge Rechtschreibfehler finden und das ist okay für mich, weil Lektorat haben wir natürlich noch nicht gemacht. Mhm. Es immer wieder ein paar andere kleine Rückfragen kommen, die so ein bisschen, da können wir so leicht Bugfixen machen, was Formulierungen angeht. Das wird auch Ulysses gut kennen, wie man... Dass man dann Regeln nochmal klarer formuliert. Ja, genau. Also man denkt sich halt, okay, der Halbsatz, wenn ich den weglasse, passt besser ins Layout, aber ihn dazu zu schreiben, würde es, so da sind wir gerade auf diesem Niveau. Deswegen bin ich ganz froh. Und deswegen fangen wir schon mit neuen Spielen an. Legendfall werden wir auf der RPC zum ersten Mal vorstellen. Mhm. Wer da vorbeikommen mag bei uns, vielleicht kommt ihr auch vorbei. Wir werden auf der RPC sein. Ja, dann kommt vorbei. Ihr werdet Legendfall lieben. Das ist ein Kampfsystem, Duellkampfsystem ohne irgendeinen Zahlenwert. Okay. Das klingt interessant. Das ist nicht nur interessant, das ist super. Das klingt eine Herausforderung. Oh, wir kriegen gerade das Zeichen aus dem Off, dass das Spiel fertig aufgebaut ist. Zwei Daumen nach oben heißt, wir sind fertig. Ich glaube schon. Hast du denn noch eine spannende Frage? Ich habe vielleicht noch eine Frage. Warum an dich selber? Nein, an dich. Ja. Du hast jetzt gerade hier Fania gefragt, warum ihr das alles macht. Warum machst du das alles hier? Das hier? Ja. Wir haben irgendwann damit angefangen und wir können nicht mehr damit aufhören. Nein, im Ernst. Wir haben das mehr oder weniger zum Spaß einfach mal so angefangen mit ein paar kleinen Videos und inzwischen sind es so viele Leute, die sich das anschauen und auch wirklich in der Community engagiert sind, dass man sich wie ein Verräter fühlen würde, würde man aufhören. Mhm. Aber verdienst du ja jetzt auch nichts davon, oder? Doch, außer wir haben einen Patreon. Echt? Ja. Da willst du darauf hinweisen. Das ist hier ist es geschehen. Orkenspalter TV hat einen Patreon-Account. Ich wollte am Ende der Sendung vielleicht darauf hinweisen. Denn wir machen das übrigens auch alles mit der Technik von Orkenspalter. Bis auf den Rechner, glaube ich, der gerade benutzt wird. Und das im Raum natürlich. Aber... Kleine Kamera ist von der Dorp. Die kleine Kamera ist von der Dorp. Ja. Die haben übrigens auch einen Patreon. Ja, an die Dorp habe ich auch noch wundervolle Erinnerungen.
Ja. Ich tauchte ein Foto auf von Michael Mingers ganz jung in seiner frühen Dorpphase. In seiner Dorpphase? Dorfphase? Nein, in seiner Dorpphase. Als er noch als Scorpio immer unterwegs war, anstatt selber Spiele zu verkaufen. Und was nervt dich seit Jahren an diesem Job hier? Dass ich mich schminken muss. Also es gibt manchmal Dinge, die von außen dazu kommen. Es werden wieder Fragen gestellt. Nicht Michael. Michael ist keines von den Dingen, Fragen die in der Hause von außen kommen, nee, machen. Das hat was nur mit Jurists zu tun, tatsächlich. Ah ja, hervorragend. Ist das ja. Während die euch umsetzt, würden wir dann Kommentar, würden wir Fragen stellen. Gut. Fragen stellen. Oder Fragen beantworten. Wir werden Fragen stellen. Ja. Wenn, dann sind es nur Faktoren sozusagen, die von außen kommen, wenn wir unter Zeitdruck irgendwas drehen müssen oder sowas. Wenn wir die Kommentare beantworten, sollten wir das in das Internet tun. Und ich kann jetzt alle Leute verwirren. Are you fucking kidding me? Ich weiß doch, wie lange du für die Antworten brauchst. Ich brauche eigentlich nur Markus. Schön, dass du da bist. Danke, Mayri. Wie zufrieden seid ihr mit dem Skriptorium? Also ihr Ulysses. Sehr. Also das Skriptorium ist eine total geile Sache. Ich freue mich immer wieder, wenn neue Sachen reinkommen. Finde es total cool. Und also ich freue mich darüber, dass die Community es so gut annimmt und dass da so viel Resonanz drauf gekommen ist und dass inzwischen so viele Produkte drin sind. Also ja, wir sind sehr zufrieden damit. Mhm. Okay. Wird es die Regionalbände für DSA 5 auch als Taschenbücher geben? Nachdem wir inzwischen ganz, ganz viel und ganz, ganz oft danach gefragt wurden, haben wir uns jetzt tatsächlich dazu entschlossen, dass wir sie als Taschenbücher rausbringen werden. Allerdings wissen wir noch nicht genau, wann. Eher zweite Jahreshälfte. Oktober, ja, also auf jeden Herbst, Fall. So auf jeden Fall zweite Jahreshälfte nicht vor. Das ist mir zum Beispiel auch neu. Cool. Weißt du Bescheid? Ja. Deswegen stehst du hier und hörst ab. So. Könnten wir auch eigentlich diese Woche bei dieser Jahresplanung noch beschlossen haben. Könnten wir auch mal drüber reden, vor allen Dingen. Ja. Das Dark Souls Brettspiel, da gab es auch Fragen zu. Ja, warum sind das Regelbuch wurde jetzt von Steamforged Games online gestellt? Und das ist jetzt die dritte Anfrage, die ich heute bekomme. So, ist das final? Da sind noch viele Anglizismen drin. Und ich muss sagen, ja. Wir haben nämlich von Steamforged Games einfach so die Daten bekommen im Sinne von. Hier sind schon mal die Sachen, die folgenden Karten sind schon mal gedruckt und wir möchten eigentlich alles auf Englisch haben. Also alle Itemnamen, alle Bossnamen, alle Charakternamen. Oh, das ist ja wie Warhammer. Das ist wie das neue Warhammer. Ja. Und was es natürlich fast unmöglich macht, auf Deutsch zu lesen. Ich ziehe mein Sword. Ich bin auch super unglücklich damit, aber wir wurden ja nur mit der Übersetzung beauftragt und haben da keine redaktionelle Entscheidungsgewalt gehabt. Niemand nimmt Rücksicht auf deine Gefühle. Ich habe sogar Steamforge Games einfach die entsprechenden Textbeispiele auf Englisch gebracht und alle Elemente, die eben jetzt wir auf Englisch haben, einfach auf Deutsch reingepackt und sie gefragt, ob das ein gut lesbarer Satz für sie ist. Hat sie nicht überzeugt, die Sachen mussten weiterhin englisch bleiben. Das ist also eine ziemliche Kauderwelsch-Fassung. Wenn ihr damit auch ein Problem habt, dann meldet euch doch einfach mal bei Steamforge Games und sagt Bescheid, dass ihr gerne eine komplett deutsche Version hättet. Die freuen sich bestimmt über eure Zuschriften. Vielleicht ist ja noch was zu machen. Und Michael wird es dann auch besser gehen. Genau. Also jetzt bist du hin und her gerissen, ob du möchtest, dass Michael leidet oder ob das eine bessere Übersetzung wird. Also tatsächlich sollten wir an der Stelle erwähnen, Michael hat eine ganz persönliche Beziehung dazu aufgebaut, gerade zu dieser Sorte Produkte. Steamforge Games hat da auch, glaube ich, inzwischen schon einiges drüber gelernt und ich glaube, die würden sich ganz toll über Feedback freuen, wenn ihr es ihnen geben wollt. Vielleicht solltet ihr es ein ganz klein bisschen anders formulieren. Das sollte nett sein. Vielleicht ein Hauch weniger Sarkasmus. Wenn ihr gerne eine komplett deutsche Version hättet, meldet euch. Bei Steamforge Games. Nicht bei Michael, der leidet sonst. Meldet euch. So. Manchmal muss man dem Markus einfach sagen, er soll es nicht tun. Genau. Das war's. Da kam noch eine Frage gerade rein, ne? Ganz am Ende. Wollte ich sie vorlesen? Aber es gibt viele Eulen. Mhm. Nein. Nee, dann. Gibt es für jede Kampagne einen DSA 5 Meisterschirm? Das hängt von der Kampagne ab. Also, ja. Wenn wir sowas Großes haben wie jetzt den Theaterritter. Dann denke ich mal ja. Also bei 5 bis 6 Teilen, wenn das wieder so eine lange Kampagne wird? Es hängt davon ab. Also jetzt bei den Theaterrettern hat sie es einfach angeboten gehabt. Das hängt wirklich davon ab. Also schlussendlich war das ja etwas, was die Community angefragt hatte, was gefordert wurde. Deswegen haben wir es gemacht. Wenn wir dann feststellen, da ist kein Bedarf danach, dann müssen wir das auch nicht tun. Aber ich persönlich finde die Idee cool. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder so eine große Sache haben wie die Theaterritter, dass wir das dann auch machen, dass wir es dann auch im Vorfeld direkt mit einplanen. Aber wir haben jetzt nicht vor, für alles mit Gewalt
überall einen Meisterschirm dazu zu machen. Wenn eine zweiteilige Kampagne kommt, zweiteilige Kampagne. Dann gibt es auch nur einen zweiteiligen Meisterschirm. Ist nur fair. Viel Spaß bei Tsukuyomi. Danke. Darf ich auch wieder gehen? Du darfst wieder gehen und essen. Sehr schön. Michael, du kriegst nichts mehr. Ja? Dafür würde ich mir den Formian wieder dazu bitten, der möchte nämlich mitspielen. Dann hat sich auch schon eine Fraktion ausgesucht. Ich habe auch bereits eine ausgesucht. So, sonst verwirren wir die Leute maßlos, die sich den Livestream anschauen, weil sie dann auf dem rechten Ohr den falschen Ton hören. Ah! Deswegen muss ich immer auf dieser Seite des Bildes bleiben. Was man alles berücksichtigen muss, oder? Ich habe übrigens... Weiter dran? Du kannst das ruhig sagen, ihr wisst, das merkt eh jeder, dass du mit uns kommunizierst. Nein, keiner merkt, dass Nico mit uns kommuniziert. Ja, genau. Niemand merkt, dass die Regiekatze eingreift. Er wird meistens die Regiekatze genannt, weil wir irgendwann Fotos gemacht haben und so getan haben, als würden Markus Katzen mir eigentlich die Kamera bedienen. Okay. Ich habe. Ja. Ich merke gerade, dass wenn ich die Karten in die Hand nehme, die eine Seite. Ich habe dann immer das Zeichen falsch rum in der Hand, wenn ich so halte, dass ich es lesen kann. Ist bei mir auch so. Ja, ist bei mir auch so. Aber wir hatten tatsächlich schon mal online das kurze Gespräch, dass das Zeichen für den Mond absichtlich aggressiv geschrieben ist. Ja, genau. Ja. So. Vielen Dank. Ich halte mich jetzt hier ein bisschen zurück. Ich bin jetzt hier immer nur reiner Spieler. Das ist jetzt Tills Spezialgebiet hier. Vielen Dank schon mal fürs Aufbauen, Till. Entschuldige, dass ich deinen Job nicht richtig gewürdigt habe. Und ja. Till, Partner bei King Raccoon Games, King Raccoon Games und damit Mitschöpfer von Tsukuyomi und den kommenden Tillen von euch. Hallo, ja, ich bin Till, der angepriesene Erklärbär. Gehen wir auch gleich ins Spiel. Ja, ich habe es hier schon aufgebaut für die Drei-Spieler-Variante. Das ist 3 bis 5 Spieler, entsprechend wird natürlich das Spielfeld größer. Wir haben uns jetzt schon 3 Fraktionen ausgesucht, die hier im Spiel mitspielen werden. Das sind die Lords of the Lost Sea, Wale, die sich über das Spielfeld robben. Die Dark Seed, ein gewaltiger Insektenschwarm. Ja. Und die Boarlords. Ich fresse alles, was rumläuft. Mutierte nichts, Keiler, so die aufgebrochen sind, um die Menschheit zu fressen. Michael Mingers hat einen leicht verliebten Gesichtsausdruck. Das kann auch daran liegen, dass er gerade Pizza isst. Aber prinzipiell ist es ein Area-Control-Spiel. Das heißt, man hat ein Gebiet, von dem aus man sich ausbreitet. Jedes eroberte und kontrollierte Gebiet bringt Siegpunkte. Die grünen Gebiete hier auf dem Spielfeld, ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, sind 2 Siegpunkte wert. Und eine ganz besondere Rolle hat auch der Mond, der hier auf der Erde gelandet ist. Wenn man den Mond am Ende einer Runde hält, ist er 2 Siegpunkte wert. Jede Fraktion bringt noch ein Nebenziel mit rein. Das ist die erste Art, auf die die Fraktionen das Spiel beeinflussen. Wenn man diese Nebenziele erfüllt, dann kriegt man insgesamt einen Siegpunkt, der einem auch keiner mehr nehmen kann. Die Dark Seed zum Beispiel fordern, dass man 7 Gebiete kontrolliert. Die Wale fordern, dass man 4 Events besitzt. Und die Boarlords fordern, dass man 2 Gebiete auf dem Mond einnimmt. Dadurch wird auch ein bisschen der Flavor der Fraktion reingebracht. Gut, wie geht das Spiel jetzt los? Wir legen mit dem tatsächlich Festlegen der Startzonen der Fraktionen an. Ich habe das schon ein wenig vorbereitet. Also dieser Teil hier sind deine Starteinheiten. Ich kriege direkt dieser Teil Wahl. Hier. Ja, klar. Warum soll ich sind die Starteinheiten der Dark Seed. Und das hier sind die Starteinheiten der Warlords. Das ist der kleinere Haufen leider. Aber dafür der schlimmere. Jede Fraktion bringt eine Initiative Priorität mit. Anhand der werden hier die Aufsteller auf der Initiative-Reihenfolge positioniert. Und alles geschieht immer in dieser Reihenfolge. Das heißt, momentan sind die Dark Seed an der Spitze. Ich glaube, aus der Perspektive der Zuschauer müsste das dann so rumstehen. Das ist von links Leserichtung. Also hier. Genau, da ich jetzt das Spiel schon ein bisschen kenne, darf ich mit den Dark Seed anfangen und ich darf meine Homezone platzieren, regulär nur an den Rand. Aber die Dark Seed haben die Spezialregel, dass ich beliebiges Gebiet bewählen darf. Und ihr werft sozusagen einfach den Schwarm irgendwo im Gebiet ab. Genau, und da ich als Dark Seed sehr viele Schwierigkeiten habe, gegen euch beide Gebiete zu halten und zu erobern, nehme ich einfach mal ein 2-Siegpunkte-Gebiet direkt schon aus dem Spiel raus und überdecke das. Die 2 Siegpunkte sind jetzt flöten. Die sind weg, die kann keiner mehr holen, vor allem ich kann sie nicht mehr holen, was meine Differenz zu euren Siegpunkten ein bisschen abmildern wird. Im nächsten Schritt werden dann 3 Gebiete mit Markern markiert, das sind die Stadtgebiete. Und in diesen Startgebieten werden die Starteinheiten aufgestellt.
Und wir werden das wahrscheinlich vollkommen falsch machen gleich, weil wir noch keine Ahnung haben. Ihr könnt nicht viel falsch machen, weil ich auf jeden Fall gewinnen werde. Legst du gerade Eier auf das Brett? Ja. Richtig. Das ist ekelhaft. Nein, das ist ein Insektenschwarm. Das ist sehr insektoid. Das Problem ist, wenn man eine Kakerlake zertritt, dann setzt sie Eier in der Gegend ab und daraus können wieder Kakerlaken wachsen. Und genauso funktionieren auch die Darkseed. Die Kakerlaken. Ich finde, das Symbol sind auch, ist auch ziemlich kakerlakig. Du bist ein Schwein. Du hast kein Flammenwerfer. Gut. Warum soll das Schwein keinen Flammenwerfer benutzen? Aber so gesehen, dann sind Kakerlaken einfach lecker. Ja. Und was ich gegessen habe, legt auch keine Eier. Das stimmt, dann komm zu mir und friss mich und guck, was dir passiert. Die nächste Reihenfolge sind gleich die Warlords. Gut. Das heißt, nimm dir deine Homezone, leg sie irgendwo an den Rand des Spielfelds. Hier. Wenn ich jetzt Insekten essen möchte, dann muss ich es möglichst nah darüber legen, ja? Korrekt. Genau. Aber du wirst die meisten Siegpunkte bekommen, wenn du Gebiete eroberst. Ach so. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl zwischen gewinnen und Spaß haben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so lange spielen werden, dass tatsächlich jemand gewinnen kann. Wie lange dauert denn? Nein, gewinnen wird keiner wahrscheinlich. Außer mir natürlich. Also spielen wir auch Spaß haben. Wir haben ja eine Zwischenwertung nach der ersten Runde. Die schon belegten Startzonen kann ich vermutlich nicht mehr belegen. Korrekt. Genau. Das heißt, die Eier stören dich aber nicht. Die Eier stören mich nicht. Die kann ich essen. Nee, essen nicht, aber du kannst selber als Hoheitsgebiet deklarieren. Ja, dann würde ich sagen, lege ich mich doch hier einfach mal rein. Mhm. Sehr gut. Das Gebiet neben ihm ist aber radioaktiv verseucht, wenn ich das richtig deute. Das ist richtig. Mir wurde nicht erklärt, was das bedeutet, also ist es bestimmt ein Vorteil. Schweine sind sicherlich total resistent dagegen. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Genau, was macht radioaktiv verseucht? Alles stirbt am Ende der Runde, außer du bist immun dagegen. Die Darkseed sind immun dagegen. Das hast du überhaupt gar kein Problem. Ja. Du hast aber gar kein Problem damit, dich zu Beginn der Runde da drin aufzuhalten oder zu Beginn der Runde darin reinzulaufen. Hauptsache, du läufst auch irgendwann während der Runde wieder raus. Okay, das heißt, das kann man quasi auch nicht halten, es sei denn, man opfert einhalten. Ja. Okay. So, und jetzt muss ich das da irgendwie auf... Erstmal markierst du drei Stadtgebiete, die müssen nicht unbedingt angrenzend an die Homezone sein. Aber genau, irgendwie in einer Reihe halt. Angesichts der Tatsache, dass meine Wale pro Runde nur ein Feld gehen dürfen, ist Radioaktivität für mich ziemlich fies. Ja. Du kannst dich während zwei Schritten der Runde bewegen, aber darauf kommen wir am besten nachher. Mhm. Wenn wir mal die erste Runde gespielt haben, dann versteht ihr die ganzen Mechaniken. Das darfst du gut. Hier reinstellen. In der zweiten Runde können wir richtig Rot sagen, oder habe ich da... Nee, ist alles richtig so. Die Homezone ignoriert das Rot. Das ist der Vorteil, nicht der Override. Okay, was auch immer. So, und ist die jedoch irgendwie verteilen. Genau. Gut, ich weiß nicht, was sie tun. Also kurzer Hinweis, das Rot heißt, ich darf weder rein noch raus über diese Kante. Ah, das blockiert. Okay. Das nennt sich unpassierbar. Alles klar. Das heißt, von diesem Gebiet kannst du nur in diese Richtung rauslaufen. Ist die Bohrmatte irgendwie wichtig oder einfach nur gut? Die Bohrmatte ist insofern wichtig. Normalerweise bekommst du neue Einheiten bei deinem Startgebiet, deiner Homezone oder angrenzend daran. Ja. Die Bohrmother ist aber immer trächtig, die kann jederzeit einen neuen Squeaker zur Welt bringen. Wunderbar. Das klingt nach einem anstrengenden Leben. Ja. Oh, singen Sie die Bohrmother an. Oh, die Squeaker sind ja süß. Meine. Das sind wirklich kleine Frischlinge. So, hier habe ich noch Cover und Strongholds liegen, können wir auch nicht. Die kann ich doch nicht umbringen. Das ist die Spezialität deiner Fraktion. Du wirst sie nicht umbringen können, du hast viel zu wenig Schaden. Das ist die Spezialität deiner Fraktion. Die Toll. Wildschweine graben die Erde um und terraformen das Land. Mhm. Und das spiegelt sich über diese Terraforming-Marker wieder. Cover ist absorbiert Schaden, wenn du angegriffen wirst. Strongholds spiegelt wieder, dass du dich in das Gebiet eingräbst und es besser verteidigen, also erobern kannst gegen Angreifer. Dann hast du noch Tunnelmarker, die kannst du zwischen Gebiete legen. Mhm. Die lassen dich schneller bewegen und du kannst damit durch unpassierbar durchtunneln. Ha. Was ganz praktisch ist. Und du hast deine eigenen unpassierbaren Marker, die für alle unpassierbar sind, außer für dich. Auch für ihn? Ja klar. Ja. Aber ich bin fliegend meistens. Die Darkseed können meistens Flügel ausbilden und deswegen einfach über den Graben drüber fliegen. Die Darkseed können aber alles. Gut, das heißt... Gibt es irgendeine Schwäche der Darkseed? Ja, sie haben nur wenig Lebenspunkte. Wenn wir einen Stronghold haben und wir einen Stronghold haben... Nur Felix. Genau. Die Darkseed ist die exklusive Gruppe, die nur von Felix gespielt werden darf. Mehrere ins Gleiche. Solange du Marker hast, kannst du Terraforming-Marker in einem Gebiet stapeln. Also der größte Nachteil der Darkseed, dass ich sie spiele. Sonst Nein, dass niemand anders sie spielen darf. Du kannst sie gerne spielen. Ich dachte nur, ich bleibe bei den Wahlen. Wir stellen jetzt auf und dann rotieren wir. Okay. Jetzt wirst du später noch mit Smiley auf und dann geht's los. Bei dir die Wahl ist, du hast keine Homezone eine Runde als Wahl, weil die Welt keine Heimat ist. Dafür funktioniert der Wahlkönig quasi als mobile Homezone. Ja.
Sprich, den setzt du als Ersatz für die Homezone erstmal auf ein Gebiet, wo du beginnen möchtest. Mhm. Legst da gleich einen Hoheitsmarker von dir rein. Und dann funktioniert der Rest über den anderen, drei Gebiete markieren, die restlichen Einheiten reinlegen. Grün ist 2 Siegpunkte wert und er hat sich nicht genommen. Mal meinen Wahlkönig ins Grün. Das ist jetzt natürlich sehr schlau, dass ich eine Figur da drüben aufstelle. Ja, mir ist auch nicht besser. Dann hätte ich gerne die drei angrenzenden Gebiete, die nicht radioaktiv verseucht sind. Gerne. Der Weiße Wal. Der Weiße Wal. Der hat sogar noch Ahabs Speer in der Stelle. Welche Fraktion hat Ahab? Gar keinen derzeit. Ich dachte, Ahab ist automatisch dann Darkseid, weil alles gut ist. Außerdem ist Ahab doch tot. Das hängt davon ab, wo in der Geschichte wir spielen. Ich glaube in der Zukunft. Ja, ist aber nur ein Verdacht von mir. Ja, wir können ja vom Mond wieder runtergefallen sein. Ich glaube, dann setze ich den Wal ins Gebirge. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Es macht total viel Sinn. Und die beiden Babys, die Kälber, in das Feld daneben zu zweit. Gerne. Ich habe keine Ahnung, wie viel Sinn das macht. Deswegen spielen wir es. Werden wir gleich feststellen. Eure Aussage war, ihr möchtet gerne das beim Spielen lernen. Ja. Das passiert. Das heißt, wir kriegen jetzt die Hosen ausgezogen von Felix. Nee, ich habe mich jetzt auch schon doof aufgestellt, wenn gerade auf ist. Okay. Wir kriegen das hin. Die schon auf dem Gelände sind, sind Dämonen, sind Oni. Ja. Die waren im Mond. Das hier ist die neutrale Fraktion. Das Dämon, in dem Tsukuyomi noch schläft, liegt, wie auch immer. Und seine Schergen sind die Oni. Die werden von allen Spielern gleichzeitig gespielt, abhängig von ihren Aktionskarten. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Schritt. Jeder Spieler hat 6 Aktionskarten. Auf diesen Aktionskarten stehen die Aktionen, die ihr dann auch tatsächlich in der Runde machen könnt. Und da müsst ihr euch jetzt eine auswählen. Ja, ich würde sagen, geht nach Bauchgefühl, aber je höher die Zahl, desto besser. Also und am besten einfach eine, wo ihr überall Symbole habt, weil dann macht ihr in jeder Phase auch was. Und dann lernt ihr das in der ersten Runde am ehesten alles kennen. Denn? Soll ich aggressiv sein? Aha. Also es fehlt die Karte Seeds essen. Je mehr du bei diesen kleinen, da unten ist eine kleine Fahne, siehst du, wenn da je höher die Zahl ist, umso mehr Insekten kannst du fressen. Alles, das siehst du, vereinfachte Regeln, verstehe ich, kann ich mit umgehen. Ich habe mir jetzt einfach irgendeine Karte genommen, auf der in jedem Feld was steht. Wir werden gleich rausfinden, was das bedeutet. Ja, wie gesagt, ihr wolltet unbedingt direkt loslegen, das machen wir jetzt auch so. Okay, ich wähle meine Strategie aggressiv. Okay, die übrigen 5 Karten gebt ihr an den nächsten Spieler weiter. Aha. Das heißt, manchmal wählt man auch eine Karte aus, einfach damit es der nächste nicht kriegt. Gut zu wissen. Und die kannst du jetzt hier unten dazulegen. Schau, du hast den kleinen Bereich auf deinem Brettchen. Da kann ich jetzt unten die aktive Karte sozusagen. Genau. Ja, du hast jetzt gerade so alles neutrale Spielmaterial bei dir liegen. Ja, die Uni sind alle meine. Oh, man kann offensichtlich noch mehr verstrahlen. Ja, man kann. Es gibt die Kampfgruppe, die hat eine Atombombe dabei. Die können eine zweite Sonne anzünden. Weil, warum nicht? Ja, ich meine, wie willst du sonst Uni platt machen, wenn nicht mehr Atomschlägen? Also, ich glaube, meine Fraktion fällt einfach auf sie drauf. Ja, du bist extrem friedlich, du bist passiv-aggressiv. Das ist eine. Achso, ich schubse einfach Leute mit meiner Körpermasse auf und stehst im Weg. Ja, finde ich gut. So, die Dark Seeds sind auf Platz 1 der Initiative, das heißt, ich beginne mit der weißen Phase. Da steht, führe 2 Aktionen aus, aber keine doppelt. Grundsätzlich nochmal, um den Ablauf der Runde jetzt zu erklären, die Runde hat insgesamt 4 Phasen. Weiß, Blau, Grün, Rot. Weiß ist ein Mischmasch, wo man sich die Sachen raussuchen kann, wo man gerade schlecht aufgestellt ist in den anderen Phasen. In Blau geht es prinzipiell um Strategie, Beeinflussung des Boards, Veränderung der Initiative. Grün ist neue Einheiten aufs Spielfeld bekommen, Versorgung und auch Kontrolle über die Uni. Und in Rot bewegt man und kämpft. Wie gesagt, in Phase Weiß kann man sich 2 Aktionen flexibel raussuchen, einfach um Schwächen der Karte auszugleichen oder Stärken noch mehr zu verstärken. Genau. Jede Phase wird nacheinander abgehandelt, sodass die Downtime für einen Spieler nicht zu groß ist. Das heißt, wie Felix bereits gesagt hat, die Dark Seeds sind auf Stufe 1 der Initiative. Beginnen also mit ihrer weißen Phase und dürfen sich 2 von den Aktionen raussuchen. Ich werde die Aktion Bewegung wählen. Und dann werde ich jetzt alle Insekten ein Feld weit bewegen.
Wenn man die Aktion Bewegung hat, ist dabei auch immer eine Zahl angegeben und das ist die Anzahl an Feldern, um die man sich bewegen kann. Mhm. Und man darf immer alle Einheiten um dieses Feld, um diese Distanz bewegen. Deswegen schwärmen die Insekten jetzt auch genau. überall. Die Wespen haben die Erlaubnis, sich immer ein Gebiet weiter zu bewegen, als die andere Karte ansagt. Das heißt, ich darf mich mit den zwei bewegen. Ich lasse die eine hier, ich lasse beide hierhin fliegen. Der Conqueror, der war die Panne, die ich produziert habe. Und der Worker, ich darf nie über Rot laufen, außer ich habe die Eigenschaft fliegend. Mhm. Und der läuft ja noch da. Und die zweite Aktion, die ich wählen möchte, ist ein Gebiet erobern. Und dann habe ich jetzt hier ein leeres Gebiet und darf jetzt hier eine Kampfkarte suchen. Normalerweise, wo wir jetzt schon den ersten Kampf haben, jeder Spieler hat Kampfkarten, die entscheiden, welches Ziel die Einheiten im Kampf haben. Felix hat schon angekündigt, er möchte das Gebiet erobern. Also spielt er die Eroberungskampfkarte. Seine Einheiten haben mehr Eroberungspunkte als alle anderen, weil keine anderen Einheiten auf dem Feld stehen. Also erobert er das Gebiet. Normalerweise, wenn Einheiten da wären, könnten die jetzt ein Konto auf dieser Kampfkarte auswählen, mhm. um zu beschließen, wie reagieren sie auf diesen Angriff und entsprechend Schaden machen, Gegenoffensiven starten, ausweichen oder sonstige Dinge. Oder einfach Insekten verjagen. Da hier jetzt aber keine Gegenwehr entsteht, wird auch ohne Gegenwehr das Gebiet einfach eingenommen. Der Eroberungswert ist der Wert rechts oben für euch. Ja? Das heißt, da könnt ihr gucken, solange ihr mehr als 0 habt, könnt ihr ein Gebiet erobern. Das ist also bei jeder Einheit der Fall. Meine haben extrem wenig. Ich meine 5 bis 15 und der maximalste Wert ist bei mir 20. Der hier hat so 70. Okay, also der ist fast dreimal so viel wert wie die von dem hier. Ja, ich muss also, wenn ich kleinsten Einheiten fangen bei 20 an. Ja. Da hört es bei mir auf. Ja, ich höre dort auf, wo du anfängst. Ja, deine Freiheit hört dort auf, wo meine anfängt. Er hatte schon einen, der hier, der hat 60. Also der ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut im Erobern. Doch, du Bohrmaster. Genau, die zweite Aktion, die ich wähle, ich möchte gerne... Der Bohrmaschine. Du hast dich bewegt ich und mich hast gekämpft. Dein Gebiet erobert. Ja, stimmt. Damit ist deine weiße Phase vorbei. Schade, hat ganz Spaß gemacht. Der nächste Initiative-Reihenfolge ist dran. Das sind die Bohrlords. Die Bohrlords. So, die Aktionen das heißt, waren du hast vier Aktionen. Die Aktionen sind hier auf der weißen Karte sind sie. Symbole. Ganz links ist die Karte. Das bedeutet, du kannst ein Event ziehen und auch spielen. Mhm. Ohne dieses Symbol kannst du auch keine Events spielen. Events zum Beispiel, es gibt zwei offene und einen Stapel verdeckter. Ja. Das offene wäre, drehe ein Gebiet in eine beliebige Richtung. Mhm. Da könntest du zum Beispiel beschließen, dass du es blöd findest, dass hier so viel unpassierbar Gelände ist und das Gebiet drehen, sodass es dir eben passt. Das zweite offene Event wäre eine zusätzliche Verstärkung, dass du würdest neue Einheit einfach aufs Feld kriegen können. Die zweite Aktion auf deiner Liste hier ist die Flaggensymbol, das ist ein Angriff. Mhm. Im Moment stehst du noch in deinen Startgebieten. Mhm. Und du hast keine Feindeinheiten in deinen Startgebieten, also macht jetzt ein Angriff noch keinen Sinn. Deswegen bewege ich mich erst. Deswegen kannst du es wie die Dark Seed machen und dich bewegen. Machst du wie die Dark Seed, siehst du? So, das heißt, wenn ich bewegen sage, habe ich einen Schritt, richtig? Alle einen Schritt, genau. Genau, aber nicht durch die Doppelroten? Nicht durch die roten Gebiete, nicht durch die roten Kanten durch, ja. Das heißt, die direkt zu mir, sehr gut. Ja, die können jetzt irgendwo hin. Ja, ist richtig. Wir haben keine Möglichkeit. Das war so gehört sich's. Genau. Die kleinen Schweinchen. Kann ich so rum? Nein, aber das ist nicht. Eine rote Kante. Okay, also es muss eine rote Kante reichen, um die Sache zu blockieren. Genau. Okay. In meiner Vorstellung kramen die da jetzt fröhlich die ganzen Insekten aus und machen sie. Ja, das wird gleich passieren. Das war das radioaktive Kram. Und in dieser weißen Phase kannst du dich ohne Bedenken in die Radioaktivität reinbewegen. Weil du dich in der roten Phase wieder rausbewegen kannst. Nur darauf musst du halt auch achten. Die Schweine haben sich bewegt, genau. Bin nur am Überlegen mit der Radioaktivität. Ja, wenn ich einen Angriff mache, kann ich den nur auf einem Feld machen, oder? Ja. Also wenn bewegen geht für alle, aber Angriff nur an genau. einem genau. Feld. Genau. Gut. Und es kommt nachher nochmal eine Bewegungsphase, sagst du. Ja, genau. Bei bewege eine A. Okay. Genau. Dann kann ich also den auch hier reinziehen. Das funktioniert. Ja, das würde gehen, weil hier genau. keine Kante okay. ist. Mit der zweiten Aktion möchte ich dann hier Insekten fressen. Okay, das heißt, du hast wähl deine Kampfkarte. Vier Optionen zu kämpfen. Ja, direkt angegriffen, ja. Das war angekündigt. War angekündigt und ich bin trotzdem, ich habe gedacht, vielleicht passiert nichts. Naja. Ich halte mich an meine, habe ich gewählt.
zurück. Okay. Die gibst du mir. Das heißt, du wählst eine Kampfkarte, die heißt. Die wütende Rotte. Vernichtung. Du darfst diesen Angriff nur nutzen, wenn du mindestens 3 Borders für den Angriff verwendest. Das hat er geschafft. Verursache Schaden mit deinen Einheiten, zähle deine Lebenspunkte zum Schaden hinzu. Das sieht böse aus. Das heißt, jeder von diesen 3 kleinen Squeakern macht 5 Schaden, hat 10 Lebenspunkte, das heißt, jeder bringt 15 zusammen. Dazu das sind 45 Schadenspunkte. Wow. Das ist fies. Aber jetzt zeige ich dir mal kurz, was die Dark Seed können. Der Konter 1. Mhm. Der Totalverlust ist aber auch gefährlich. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen von diesen 4 Kontern auszuwählen. Der erste würde bedeuten, ich kann 50%, das ist bei einer Spezialfähigkeit, ich könnte jetzt einen von beiden töten und den anderen weglaufen lassen. Mhm. Der zweite Konter wäre Totalverlust, ich könnte deine 3 Einheiten komplett zerstören. Mhm. Wir würden uns gegenseitig auslöschen. Ja. Der dritte wäre, ich dürfte von deinen Terraformings entfernen. Mhm. Die hier noch nicht liegen. Genau. Oder ich könnte dich sogar daran zwingen, dass du in der blauen Phase darfst du jetzt keine Terraformings platzieren. In dem Feld oder überall? Generell. Keine Terraformings platzieren, weil ich deine Kräfte binde. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr verlockend, deine Schweine mit in den Tod zu nehmen. Aber ich habe mit dem Warrior einen anderen Plan. Deswegen wähle ich For the Colony. Ich opfere einen, und zwar opfere ich den Worker, der stirbt, den hast du wirklich getötet. Und der Warrior bewegt sich dafür dann hier rüber. Mhm. Bitte schön, das war dein Angriff. Damit ist dann eine zweite Aktion auch abgehandelt. Moment. Oder steht noch was auf der... Du hast mich gerade böse vernichtet, aber durch die Kolonie habe ich mich gerettet. Genau, ich hab dir die falsche Seite übergereicht. Macht nichts. Also wolltest du die Stampede? Ja, das macht, können wir ja noch machen. Ja, weil ich wollte die Eroberung noch haben. Ah ja, dann ist richtig. Okay, die Stampede, ja. Eroberung und Vernichtung darf wir da machen. Markiere das Gebiet einem Hoheitsmarker, wenn du mehr als Eroberungspunkte als dein Gegner hast, und verursache Schaden mit deinen Einheiten. Okay, das ist relativ easy. Du hast mehr als ich. Ja, genau, das war die Idee. Jetzt muss ich natürlich schauen, welchen Konter ich da wähle. Für Gegenschlag der Verteidiger. Oh, ich könnte Schaden machen. 15, dann könnte ich einen von deinen mitnehmen. Das rote Fähnchen ist der Schaden. Weiß. Weil das weiße Fähnchen ist der Schaden, Leben. Das rote ist Leben. Große Lebenspunkte. Genau. Findest du auch hier nochmal aufgepickelt. Ah, ja. Wer lesen kann. Und die 15 war, also rechts oben war? Eroberungspunkte. Kannst du auch hier nachlesen? Schau. Ah! Ich mache totgetrampelt. Der Angreifer verliert eine Einheit nach Wahl des Verteidigers. Ich glaube, ich töte einen Squeaker. Such dir das Squeaky aus, okay. Ja. Und dann bleiben die sogar da drin stehen und nichts dran. Und du machst Vernichtung, wenn du mehr Auto machst, noch Schadenspunkte in Höhe von 15, dann stirbt bei mir beides, Mist. Okay. Verdammt. Know your cards. Vorher noch besser. Ja, know your cards. Vorher rechnen, dann machen. Also, es haben gerade Frischlinge das Gelände erobert und eine Ameise und ein Skorpion gegessen. Ja, ich hätte besser aufpassen. Aber es ist ein süßes kleines Schwein dabei gestorben. Aber 2 Dark Seed-Einheiten sind gestorben. Wenn Dark Seed-Einheiten zertrampelt werden, kommen Eier in das Feld. Ja, stimmt, ich darf ein Eier anlegen. Ihr seid echt Kakerlaken. Aber die wollte ich doch essen. Das kannst du nicht. Du hast Insekten gegessen, Eier. Aber nicht die Eier. Eier sind immer versteckt. Marie. Nö, das sind Panikeier. Ich bewege Wale. Ja. Weil ich es kann. Komm. Ein Wal wandert hier hin. Du spielst es auch schön gemächlich. Ja. Ja. Oh, der Wal geht dahin. Sehr wahlweise. Bei dem Wal ist es ja einfacher. Der kann sich nicht nach hier bewegen. Mhm. Die können ja auch nicht hier rüber reingehen. Das heißt, das Gelände hier ist sicher. Solange bis sie Tunnel graben. Aber das müssen sie erstmal machen. Genau. Stimmt. Das heißt, der große Weiße, der rückt vor auf den Mond. Und der ist ja noch da zur Unterstützung. Genau, der Waking. Der Wahlkönig bleibt auf dem 2-Siegpunkte-Feld und beobachtet die Schweine misstrauisch. Okay. Mit einem wachenden Auge. Der muss sich dafür so weit drehen. Und deine zweite weiße Aktion? Meine zweite weiße Aktion? Dann schmeiße ich doch da mal den Oni raus. Okay, das heißt, du wählst hier einen Kampf. Ja. Und dann musst auch du eine Karten. Von deinen... Und die macht hier gerade in der Karte. Das ist Gewicht bekommen und noch meine Einheiten getötet. Deswegen dachte ich, das liest sich gut. Also darf das Glück nur einmal pro Runde machen. Dann mache ich simpel die Eroberung. Da die Uni eine neutrale Fraktion sind, bestimmen eine von deinen Mitspielern, welchen Konter die Uni machen. Das heißt, du darfst deine Karte einem von deinen Mitspielern geben.
Gib sie ihm, ist schon okay. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber... Du hast jetzt Kontrolle über diesen Uni, der hier in dem Gebiet steht und darfst bestimmen, welche von diesen Optionen... Also, und es kommt ein großer weißer Wal reingewatschelt und versucht sie rauszuschmeißen. Der obere haben die Uni nicht, die eins. Es geht ja nur um die Eroberung des Feldes. Genau, der hat sie schon geschafft. Mhm. Ja. Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, würfel einfach. Das sind ja nur die Neutralen. Der White One hat 30 Eroberungspunkte, der Uni hier hat 20. Also schlägt er ihn auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund von Chaos bei solchen Sachen, wenn ich vor allem keine Ahnung habe. Mhm. Hier steht, dass der Verteidiger ein Event ziehen und sofort einsetzen darf. Ah ja, dann zieh mal ein Event hier. Mari, zurück. Chaos. Und hier steht, du darfst eine Kampfaktion ausführen. Okay, dann greift der Uni das Gebiet gleich wieder an. Was haben die Uni für Kampfaktionen? Da kommt die Uni-Karte, der Uni-Angriff. Die Uni. Glück gehabt. Das sind eine Menge Karten. Kommt wirklich? Ja, wir haben versucht, die Sonderregeln, dass man sie nicht im Buch nachlesen muss, sondern dass man ein Cheat-Sheet daneben hat oder eine Karte in der Nähe hat und die kann man an den Tisch hinlegen, kurz ziehen und nochmal nachlesen, was die eigentlich macht. Wie dick ist denn das Regelbuch? Das hat gerade 17 Seiten. Oh, das ist tatsächlich schmal. Ja. Weil ihr alles ausgelagert habt. Mhm. Ja. Genau. So, die Uni haben nur 20 genau. Und der Wahl hat 30. Damit können sie nicht zurückerobern. Und trotzdem darf der Wahl jetzt doch eine Konte machen. Genau. Wie ich das richtig verstanden habe. Genau, das war jetzt natürlich extrem Chaos gerade, sonst so viel Chaos passiert sonst eigentlich nicht. Niemals. Nur jedes zweite Spiel. Niemals. Stellung halten. Ich markiere das Gebiet mit einem Hoheitsmarker. Hervorragend. Okay. Dann leg deinen Marker rein. Markiere das Gebiet, komm. Wartest du den nicht schon? Wartest du schon, ja. Sie hat das Gebiet jetzt quasi gleich zweimal erobert mit ihrem eigenen Angriff. Im, schon drin? Als Konter über den Uni-Angriff. Das heißt, dieses Gebiet ist jetzt Wahlgebiet. Ja. Aber das war wie markieren Wale wohl das Gebiet? Macht es für sie Sinn, wenn sie durch ihre eigene Aktion hat sie doch den Holzmarker schon gespielt? Ja, hat sie schon, ja. Achso, hatte ich? Den Sinn macht es dann beim Konter nochmal? Du hast recht. Ist ihre freie Wahl. Ich hätte nicht gelesen, dass ich hier direkt den Hoheitsmarker auch schon lege. Gut aufgepasst. Was ich Ihnen Sinn macht, ist mir ein Spiel erklären zu lassen, wenn ich nicht zuhöre. Ja, ja. Das interessiert uns nicht so oft. Ich mache 25 Schaden, der hat 20 Lebenspunkte. Ja? Der Verteidiger macht Schaden. Die Einheiten des Verteidigers verursachen Schaden. Okay, ja, dann ist der Uni hinüber. Das hat sich schon näher. Machst du die Kontraktion und dein Angriff geschehen gleichzeitig. Ja. Das heißt, du tötest ihn ja. Wegen dem Konter von den Uni und du nimmst das Gebiet ein wegen deiner eigenen Kampfkarte. Ja. Ist der Uni kommt eben hattest du den an auf die andere Seite geflippt, den Marker. Ist das wichtig? Nein. Es ist nur, dass er dich nicht verwirrt. Diese Seite jetzt. Ist noch von einer älteren Version des Spiels und deswegen steht da ein zusätzlicher Hinweis drauf. Jetzt hat es doch eben verwirrt, deswegen habe ich es gekriegt. Ja. Vintage. Wir zeigen die Fluke. Das Land gehört uns. Genau. Wunderbar. Entschuldigung, haben Sie das Meer gesehen? Weil ich bin on the search for the sea. Ich suche das Meer. Genau. Damit hast du auch zwei Aktionen durchgeführt. Das heißt, wir sind mit der weißen Phase durch. Ja. Wir kommen in die blaue Phase. Ich bin gespannt, wie viele Runden wir schaffen. Eine. Haben die Dark Seed die Initiative, das heißt... Genau, jetzt bin ich dran. Ich darf jetzt entweder Initiative 1 auf- oder absteigen. Das möchte ich nicht. Ich darf ein Event ziehen und es sofort ausspielen. Ich nehme das hier, kaufe Einheiten im Wert von einer Versorgungssymbol und... Dann nehme ich den Breeder und den darf ich jetzt hier auftauchen lassen und dafür ein Ei rausnehmen. Weil dort ein Ei liegt. Okay. Genau. Warum gehst du die Initiative nicht hoch? Weil ich es nicht möchte. Okay. Ich bin schon ganz oben und mehr als eins geht nicht. Wenn ein offenes Event gezogen wird, dann wird direkt das nächste nachgelegt. Genau. Das neue Event wäre, man darf ein unpassierbares Symbol überdecken. Genau. Jetzt darf ich hier, die meisten blauen Aktionen, Karten haben dieses Ausrufezeichen. Mhm. Und da darf ich jetzt meine Spezialfähigkeiten einsetzen der Fraktionen. Ich darf jetzt 2 von 3 aussuchen, da ich die schon auswendig kenne, weiß ich, was ich machen möchte. Ich möchte wählen, dass sich alle Einheiten ein Feld weit bewegen dürfen. Das sind dann 2 dahin, das ist dann nochmal einer hier, da. Der Breeder geht nach hier. Der Breeder steht schon ganz gut. Der Conqueror geht auch nach hier. Der Worker geht nach dort. Die haben aber auch einen Englisch-Deutsch-Mischmasch. Ja, die haben die Eigennamen auch auf Englisch gelassen, damit sie international funktionieren. Hm. Weil es klingt auch komisch, wir haben hier einen Stinger, den will ich auf Deutsch jetzt nicht Stecher nennen müssen. Und die Borlords funktionieren einfach nicht auf Deutsch. Ja, das funktioniert auch nicht. Die Schweine, die Schweineherren, das ist irgendwie... Ja, dann ist du bei Schweine im Weltall. Das ist zwangsläufig.
Und dann. Was ist mit Kriegskeilern? Kriegskeiler, das klingt cool. Obwohl, das ist, glaube ich, ziemlich genau eine Bezeichnung von Hordes, ja. Michael liegt im Hintergrund. Ich werfe jetzt ein Ei in deine Homezone. Da ist aber rot. Das ist mir wurscht. Die dürfen über rot drüber die Eier du, werfen. Die werfen Eier übers Gebirge. Ja. und ein Ei fliegt auf den Mond. So, bin fertig mit Blau. Okay, dann sind wieder die Borders dran. Blau. Also ich finde es wirklich bedenklich, dass die Seeds hier die Ampeln ignorieren. Ja. Ja. Also, gut. Aber die Bohr-Mother leitet sie ja an. Das ist ja ein Matriarchat. Ich ziehe auch ein Event. Sehr männlich. Willst du ein Unpassierbar überdecken, ein Gebiet drehen oder einen Joker ziehen? Die Schweinepriester könnte man sie nennen. Ich möchte ein Unpassierbar überdecken. Dann ziehst du dieses Event. Es wird sofort ein neues Event. Was ist mit Bukaniabachen? Und du darfst ein neues Bukaniabachen? Womit überdecke ich den? Zeig mir meinen Spieler, der das sofort versteht und gut findet. Das heißt, jetzt kann ich hier sagen. Oh, guck mal, was passiert. Genau. Da öffnet sich das Tor in das Gebirge. Warriors go! Warriors of the Worlds Unite, oder? Okay, genau. Das Event ist fertig. Ja, meine Initiative geht noch eins nach oben. Mist. Deswegen war die Frage, ich dachte, du stellst ein bisschen Abstand her. Aber wenn du das nicht kannst, weil du noch Maximum bist, dann. Ja, da mehr als nicht. Platz 1 geht nicht. Dann geht das natürlich. Und dann bin ich fertig. There's only one best. Okay, perfekt. Die Wale sind dran. Blau. Die ziehe zwei Events und spiele bis zu zwei Events aus. Darf ich ziehen oder eins hier? Du darfst eins der offenen wählen. Sobald du ein offenes gewählt hast, wird das nächste aufgedeckt. Das wäre jetzt die Stimme ein unpassierbarer Marker. Genau. Also das erste Event ist, ich drehe ein Gebiet. Und das zweite Event ist, ich lege einen unpassierbaren Marker und rate, wo der hinkommt. Hey, sehr gut. Kannst du auch wegnehmen, denn drunter ist ja einer schon, ne? Ja. So ist ja wieder einer da. Ja, also ich habe ihn platziert, indem ich einen weggenommen habe. Ja, der ist sehr tektonisch sehr, sehr aktiv. Sehr instabile Gegend. Ja, das liegt an der Radioaktivität. Ja, und das Gebirge ist. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn die gerade geöffnete Tür vor der Nase wieder zugeschlagen wird? Ja. Wir hatten Pizza dabei. Das glaube ich nicht. Ihr hattet die Pizza für euch und ihr wolltet mich rauswerfen. Das tun wir nicht. Nein. Du hast der Belag. Okay. Als zweites hast du auch eine Initiative. Thunfischpizza. Walpizza. Wir essen gleich hier ein bisschen. Na dann werden die Insekten jetzt ganz nach unten gekickt. In der was? Es tut mir leid, es steht auf der Karte so. Wollt ihr mich verarschen? Okay, und dann passieren bei dir auch die funktionsspezifischen Fähigkeiten, das ist Ausrufezeichen. Das heißt, du hast Macht der Natur oder Reinigung. Macht der Natur. Hier auf der Innenseite steht etwas genauer, was das macht. Ziehe für jedes Gebiet, in dem sich Wale befinden, die ein verdecktes Event. Du musst mindestens zwei Events sofort ausspielen, oder wenn du weniger hast, alle vorhandenen Events. Reinigung, entferne alle Modifikationen, Hoheitsmarker und sonstige Marker aus allen Gebieten, in denen sich Wale befinden. Nee, das wollen wir nicht. Das heißt mehr Events. Ja, mehr Events. Ich ziehe für jedes Gebiet, in dem sich ein Wale befindet, das sind 4 Events und muss mindestens 3 davon ausspielen. Jetzt, das ist Chaos. Ja, ja. Die Wale sind die Macht der Natur. So, deswegen wird die Natur jetzt zurückschlagen. Das habe ich schon gemerkt. Meine Nase tut immer ja, weh. Ja, das ist hast auch gut bekommen. Tauschen Platz 2 unbesetzte, aneinandergrenzende Gebiete mitsamt allen Marken. Unbesetzt heißt in dem Fall, dass keine Einheiten draufstehen genau. dürfen. Genau, der Vorteil ist, wenn du so ein rotes Symbol hast, heißt es instabil, das Gebiet zählt immer als unbesetzt, auch wenn Einheiten drinstehen. Das heißt, wir werden dann mitversetzt? Ja. Okay, mit welchem möchtest du tauschen? Die radioaktive Wüste schließt sich zusammen. Wow. Ja. Das kann ich auch jetzt drehen, beliebig? Ja. Cool. Da. So, das war... Hier ist tektonisch ganz schön was los hier. Genau. Ja. Überdecke einen beliebigen unpassierbaren Marker. Ihr habt schon einen richtigen Clinch da, bevor es Clinch Eastwood hier, oder? Wir schließen hier das Wahlgebiet zusammen. Bestimme ein Gebiet, alle Einheiten. Da würde ich mal ein paar Insekten fressen und mit Wahl eine Pizza teilen und. Ja. Ich sehe schon. Es ist kein friedliches Spiel. Nee, aber das natürlich nicht. Drehe ein Gebiet in eine beliebige Richtung. Naja, ich helfe dir. Ja. Entschuldigung, der weiße Wal ist umgekippt. Das passiert ihm öfter mal, er hat so Gleichgewichtsstörungen. Seitdem er nicht mehr im Wasser ist. So, das waren alle meine Events. Ist das Wahl, Tom? Oh.
Das ist ansteckend, Felix. Ja, ja, ich weiß schon. Es werden noch ein paar okay. Wahlsprüche fallen. Ja, der Wahlkampf wird noch kommen. Damit ist deine dann ist meine blaue Phase durch. Ja, ich meine blaue Periode ist beendet. Ich will die Grünen beginnen mit Grün. Neue Initiative-Reihenfolge. Die Ballards sind auf Platz 1. Ja. Also green for green. Nächste Phase beginnt mit den Ballards. Die Insekten wurden nach ganz unten verschoben. Kaufe Einheiten oder Aufrüstungen im Wert von 2 Verstärkungen. Genau, du kannst sie beliebig kombinieren. Auf deinem Fraktionsbrett, wie viele Einheiten kosten. Mhm. Ein neuer Squeaker kostet immer 1. Ja. Die mittleren Einheiten kosten insgesamt 2. Du kannst aber auch einen Squeaker mit einem Verstärkungssymbol zu einem von diesen mittleren Einheiten wachsen lassen. Mhm. Die ganz teuren Elite-Einheiten kosten dich 3 Verstärkungssymbole. Oder aber eine Boar-Maiden wird für ein Verstärkungssymbol wieder etwas erwachsener und zu einem von diesen Elite-Einheiten. Alles klar. Eine Boar-Maiden entscheidet sich doch männlich zu sein und Boar-Master zu werden. Aber sehr mutationsfreundlich. Aber mein Boar-Rier bleibt Boar-Rier, die werden nicht stärker. Die Boar-Rier werden nicht stärker, ja. Das sind, oder die vielleicht Boar-Rier sind sie einfach sind nur sehr aufgeschlossen gegenüber Leuten mit wechselbarer Gender-Identität. Ja, ja, ja. Gender-Fluid sozusagen. Ja. Genderfluide, Kampfschweine der Zukunft. Und das bei meinen polyamoren Schweinen, ja. ich glaube, ist polyamorös das Richtige? Ich glaube, es ist einfach ein Matriarchat mit einem Männerharem, oder? Man mixt nicht griechische und lateinische Wortstämme. Entschuldigung! Polyerosie? Erotie? Ach, gut. Aber die Boar-Maiden jetzt zum Boar-Master zu machen, macht keinen Sinn. Also ich kann mir vorstellen, dass die Partys sehr spannend sind bei den Schweinen. Genau, du hast da noch eine Boar-Maiden. Das war dein erstes Symbol. Genau. Du kannst schon planen, was du machst bei Grün, gell? Ja. Dass wenn du dann dran bist, das direkt losgehen kann. Genauso, die ganz Jungen kosten 2. Mhm. Und dann kannst du nur die Chance, älter zu werden. Dann darf ich noch einen Uni wählen, ein Gebiet weit bewegen und eine Eroberung ausführen. Auch Uni müssten die unpassierbare Marke beachten. Wie jetzt? Zwei plus 5 sind 7. Das heißt, wenn er hier 15 drinstehen hat und ich hier mit dem 20er Uni reinziehe, dann kann ich das Gebiet erobern, oder? Ja. Sieht so aus. Aber ich darf ja noch entgegen. Das heißt, auch der Uni spielt wieder seine Uni-Karte und damit man nicht im Regelbuch nachlesen muss. Gegenstand verursacht Schaden. Nein, ich darf mich bewegen. Stellung halten. Nein, der Verteidiger darf ein Uni platzieren. Ich wähle Bewegung. Ich gebe das Gebiet auf und bewege beide nach vorne auf den Mond. Wir stürmen den Mond. Das ist jetzt ein Uni-Gebiet. Das hat mehr Konsequenzen als nur die Darkseed haben ein Gebiet weniger. Mhm. Wenn neue Uni ins Spiel kommen, dann kommen die immer auf oder angrenzend an ein Uni-Gebiet. Das heißt normalerweise auf den Mond oder angrenzend an den Mond. Jetzt haben die Uni hier ein Gebiet mehr. Das heißt, jetzt können auch hier hinten Uni... Rein theoretisch sogar auf seinem Startschwarmgebiet? Richtig, ja. Aber da tun sie ihm am wenigsten weh. Hm. Weil Startgebiete können nicht erobert werden. Deswegen machen die Uni da nicht viel. Verstehe. Aber man kann sie mit Eiern beschmutzen. Das war... Ja, deine Grün zweite Aktion, hast du noch eine Aktion? Grün ist durch. Perfekt. Dann sind die Wale dran. Die Wale sind dran. Ich kaufe Einheiten. Aber das heißt einfach, dass Einheiten von mir jetzt älter werden und 2 von meinen Whale Calves zu Young Whales werden. Der weiße Wal wird nicht zu. Der weiße Wal ist schon ausgewachsen. Der ist schon das Älteste. Der wird nicht zu Persil oder so. Der wird was? Zu Persil? Nein. Weißer als weiß. Jetzt sind sie dicker und schauen. Die sind doch nicht dick, sie sind massiv. Sie sehen hungrig aus, finde ich. Dann hast du noch 2 weitere Symbole. Wähle Uni eines Gebiets. Für ihre Eroberung aus, du darfst dir vorher ein Gebiet weit bewegen. Jetzt kommt er gegen die nicht mehr an. 5-5. Wo ist das denn überhaupt möglich? 5-5-5. Dann bewege ich diesen Uni hier rüber und dann führt der Eroberung aus, weil jetzt sind sie hier mit 25 gegen 15 klar in der Überzahl. Ja, das kann ich wahrscheinlich nicht schaffen, wieder mal zu erobern, aber... Immerhin ist es kein Gebiet, das du verlierst, weil du hattest es ja noch nie. Ja, das stimmt. Aber Eier liegen da rum. Ja. Ah, ich kann aber Schaden machen. Dann kann ich einen mitnehmen. Aber die Unis machen niemanden kaputt. Ja, und zwar töte ich den kleinen Smallbreed, der hat es verdient. Absicht, dass man mit den Uni keine Einheiten von anderen Spielern jagen kann.
Bist du dann fertig mit grün oder musst du noch was platzieren? Nee, ich muss noch zwei Uni platzieren. Oh, zwei gleich. Du kannst auswählen zwischen den großen, die haben jeweils 30 in den Werten, den mittleren, die jeweils 20 haben, und den kleinen, die jeweils 10 haben. Die kleinen. Ja, wir platzieren mal die kleinen. Okay, der kleine. Vor allem bei mir jetzt hier, das ist ein... Du musst eine Fahne spielen. Ja, das ist vollkommen richtig hier. Aber ich habe ja zum Glück... Das war die grüne Phase. Wie hättest du jetzt hier auch mitten in, auf seine Homezones da hinten setzen können? Also die beiden unverteidigten... So, ich krieg 7 Versorgungssymbole. Ich bin hier die pazifistische Truppe, also die einfach nur ihr Meer wieder haben will. Frieden durch überlegene Waffengewalt. Das ist die Spezialität. Friedlich durch überlegenen Speck. Das ist die Spezialität der... Aus ihm kann man auch tollen Speck machen. Ja. Aber das Problem ist, alle Wale, die ich da sehe, sehen aus wie Modelle, die in Realität Krill essen würden. Ich weiß nicht, wovon sie hier leben, aber vermutlich filtern sie eher Insektenschwärme aus der... Warte mal. Dafür. Also, was ich gerade sagen wollte, wir kommen ja auch zu einer Spezialität der Dark Seed. Normalerweise ist hier auf der Aktionskarte nur 2 Verstärkungssymbole. Mhm. Allerdings haben die Dark Seed den Planter, der 2 Bonusverstärkungssymbole bringt. Und 3 Breeder, die jeweils auch ein weiteres Verstärkungssymbol bringen. Macht das heißt, 2 plus 5 sind 7 Verstärkungssymbole. Jetzt 7 neue Einheiten im Spielfeld. Alle dahin, okay. Ja, klar, ich muss ja das Gebiet zurückerobern, bevor das noch mehr ohne Gebote. Warum kannst du die da hinlegen? Weil das meine Homezone ist da. Angrenzend an die Homezone. Okay. Ja, genau. Und dann darf ich jetzt ein Uni wählen, damit ein Gebiet angreifen. Jetzt stehen die natürlich ein bisschen ungeschickt um die Warlords. Aber ich kann mir ja selbst helfen. Selbst ist der Insekt. Ich bewege den hier rein und dann greife ich den Wal an damit. Ja, der kann nur nicht erobern, ne? Er wird das Gebiet nicht erobern, weil er weniger Eroberungspunkte hat, ja, aber du kannst trotzdem ein Konto auswählen. Nach 25 Schaden und der hat nur 20 Lebenspunkte, dann mache ich Einheit des Verteidigers verursacht Schaden. Der kriegt eine Fluke, vors Horn gebrettert und verabschiedet sich vom Feld. Damit wäre geklärt. Sehr pazifistisch. Aber das sind ja Oni, das sind außerirdische, komische Dämonenwesen. Ja, so gehört sich das. Und dann bin ich fertig mit Grün. Kommen wir in die letzte Phase der Runde, die Warlords beginnen wieder. Genau. Also die Onis sind das Grill des Spiels und die Bale haben... Also nein, er ist das Grill des Spiels. Wie kann ich mich mit Georgi verbünden? Gar nicht. Durch Absprache. Gut. Aber wir Wale sind neutral. Bewegen. Wir sind sozusagen eine große, ledrige Schweiz, die durch die Gegend rockt. Das ist richtig erkannt, ja. So muss ich es in die Spielregeln reinschreiben. Die große, ledrige Schweiz. Was? Also auch interessant, dass keiner eine menschliche Fraktion spielen wollte. Ja, die sind viel spannender. Wir spielen Insekten, Schweine und Wale. Guck mal, die Insekten sind cool gruselig. Und haben tatsächlich... Das du solltest daran denken, dich aus dem Radioaktiv rauszubewegen. Ja. Also ich finde gerade zum Beispiel hier, der Planter sieht sehr, sehr aus nach den Kollegen aus Starship Troopers. Ja, von der Farbgebung her. Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Hinten drin hängen ganz viele Eier. Ja, das ist eklig. Das ist der König. Ja, ich fühle mich... Du findest den König zu dick? Ja. Ey! Der König ist zu dick. Seine Majestät fühlt sich nicht beleidigt, denn seine Körperfülle ist wunderbar und sehr sexy. Ja, die Walkühe stehen drauf. Lass ich dich einfach mal wissen. Das Worldbuilding hier. Bist du sicher, dass das ein Mann ist? Der Walkönig? Mhm. Tatsächlich ist das schwierig zu sagen, wenn die den Penis nicht ausfahren. Ja. Den habe ich jetzt mal weggelassen. Der einzige mit offensichtlichem Penis ist der Bohrmaster. Genau, der Bohrmaster, der bei den Baumels unten. Genau, ja. Das ist sein Merkmal. Der ist sehr griechisch sozusagen in seiner Kampfkleidung. Deswegen ist auch der Master, nicht der Bachelor. So, das reicht mir gerade in Bewegung. Und dann darf ich den Effekt meiner Fraktion ausführen. Ja, das ist der hier. Terraforming. Das heißt, für jeden deiner Warrior, hier diese 2, darfst du 2 wählen und in das Gebiet legen, wo deine Warrior stehen. Das heißt, ich darf hier für jeden 2. Für jeden 2. Also, oh, guck mal, Marie, jetzt kommen die Schweine doch zu dir. Okay. Die Tunnel funktionieren so, dass wenn du dich bewegen kannst, kannst du eine Einheit durch einen Tunnel zusätzlich schleusen. Mhm. Was machen die nochmal Stronghold versus Cover? Stronghold verteidigt dein Gebiet, Cover verteidigt deine Einheiten in dem Gebiet. Das heißt, Cover brauchst du derzeit nicht, weil das kann dir nicht viel gefährlich werden. Selbst der Große hat nur 5 Schadenspunkte.
Der kann dem nicht gefährlich werden. Der König himself könnte ein Schwein töten. Er müsste halt über das radioaktive Gebiet, ja. Drüber springen. Ich darf es aber nur in die Felder reinlegen, wo schon was steht, gell? Der, das ist der. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Okay. Wir haben nur diskutiert, dass die Wale ja augenscheinlich eine ganze Menge Sexappeal mitbringen. Ja. Sie gewinnen das Spiel durch Sexiness. Okay. Dann. Also wenn man sich die Zeichnungen mit diesen Flaggen ganzen Wollen und Verkrustungen anschaut, die sind auch zwei Flaggen, das heißt, diese Wale. Du musst zwei Angriffe erklären. Zwei Angriffe erklären. Gut, dann möchte ich hier einmal erobern. Ja, dann macht keiner gegen mehr, also gehört ja einfach das Gebiet. Genau. Und das Gebirge hat er sich auch gekrallt. Genau. Gebirge sind schwerer zu erobern, deswegen haben sie dieses Eroberungssymbol am Rand. Ja. Das heißt, hier braucht man mindestens 20 Eroberungspunkte oder 20 mehr, wie die Einheiten, die drinstehen. Aber die Schweine haben damit überhaupt gar keine Schwierigkeit, weil die 55 Eroberungspunkte zusammenbringen. Das Gebiet fordert nur 20, also gehört ganz, ganz ohne knapp Frage eins. Dir. Das ist intuitiv die richtigen Schweine nach vorne geschickt. Genau, ja. Genau, die Mother kann das. Trust so, jetzt kommen die Wale, glaube ich. Du bist schon fertig. Ich bin durch, ja. Genau, das ist die Wale, die nächste. Die letzte Aktion für die Wale. Bewege alle Einheiten ein Gebiet weit. Muss ich das? Nein, du darfst sie auch stehen lassen. Whale King möchte sich gerne in die radioaktive Zone bewegen. Nein, der Whale King fühlt sich total wohl dabei. Der möchte Stalker nachspielen. Der möchte Stalker nachspielen, weißt du, der lädt jetzt seine Waffe durch und robbt darüber. Und sagt, oh, schaut mal, die Grafik ist ziemlich fortschrittlich. Entschuldigung, in meinem Kopf reden wir alle so. Ja. Sie reden so. Ich glaube, die bleiben eigentlich alle da, wo sie sind, weil der Einzige, der sich nach mir noch bewegen darf, ist dieser Herr da. Und wenn ich meine Figuren aber hier. Wir sind viele. Wir sind die Dark Seed. Nee. Ich bleibe da, wo ich bin. Und danach erobere ich noch zwei Gebiete. Und zwar erobere ich alles, was unter seinem Hintern ist. Und alles, was unter seinem Hintern ist. Du lässt einen großen Walfladen fallen. Ja, genau. Deswegen meine ich vorhin so, wie markieren die eigentlich Regionen, die sie erobert haben? Ja. Sie hinterlassen da Moschus. Du hast dein Wahlversprechen auf jeden Fall eingehalten. Das finde ich gut. Mein Wahlversprechen, ja. So, mein Wahlversprechen war mindestens ein bisschen vom Mond. So, alle Insekten dürfen sich jetzt ganz aggressiv ein Gebiet weit bewegen. Da wir jetzt alle den Mond gelassen haben, freuen sich die Insekten sehr, weil gegen den weißen Wal hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Aber du hast ihn freundlicherweise da gar nicht hinbewegt. Deswegen. Naja, er steht im Mond. Ja, aber hier kann ich ja den Mond jetzt gleich mir. Ach so, das ist der eigentliche Mond. Ja, das ist der eigentliche Mond. Ah, hätte ich wohl doch noch den weißen Wal bewegen sollen. Ja, die Insekten freuen sich über Unwissenheit von anderen Spielern. So gewinnen die auch mal. Ja, so gewinnen die trotz mir. Das ist ein. Ich spiele gerne die Dark Seed, aber ich spiele sie nicht besonders effektiv. Oder zumindest nicht besonders erfolgreich. Dann wird diese einzelne Insekt hier dorthin fliegen. Ich habe drei Angriffe. Ich werde dieses Gebiet hier erobern. Und meine Eroberungskarte geht an... Oh Gott, ich komme wahrscheinlich kaum zusammen. 25 brauche ich. Da sind 15, 20, 25, 30. Oh, 35, ganz knapp. Die Wale sind pazifistischer. Die Wale, nicht ich. Und das sind jetzt ja die Ohren, die wir schneiden. Kam aus dem Chat. Was kam aus dem Chat? Pazifistisch. Hat sie, was? Ich verstehe es nicht. Pazifistisch. Oh, Chat. Also, er hat aber lange gebraucht. Ja, ja, ja. Das Internet. Ich mein Gehirn wollte es nicht hören. Es klang so ein bisschen mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Hey, ich glaube, ich verkaufe nicht das Spiel, sondern Wortwitze. Also, mit der Wortspielkasse verdiene ich wahrscheinlich mehr. Moment. Verjagen. Der Angreifer muss sich legal in angrenzende Gebiete zurückziehen. Die Darkseed müssen dabei, wenn möglich, die Gebiete des Verteidigers meiden. Kannst du machen, ja. Das kann ich einfach wählen. Ja. Uni machen dann Ungabuga und die Insekten fliehen davon. Und dann spritzt ihr aber in andere Gebiete. Richtig. Ja. Das Gebiet gehört ihm trotzdem, weil er es erobert. Ja, und dahinter lässt er Eier. Nein, du machst ja nichts kaputt. Ja, das ist Sexappeal bei den Spielern. So. Der Verteidiger darf sich legal in angrenzende Gebiete bewegen, wähle ich. Okay. Hi! Ja, das ist okay gemacht, ja.
Dann hole ich mir das Gebiet zurück, das angestammte den Insekten gehörte. Mhm. Dann hole ich mir das Gebiet konterfrei und dann hole ich mir noch den Mond. Dann mache ich jetzt nämlich, jetzt bin ich wirklich das Pink Floyd und the Dark Seed of the Moon. Damit ist die rote Phase für den Dark Seed vorbei. Es gibt, das war der letzte Spieler, also ist die Runde zu Ende. Am Ende der Runde bekommt der Spieler den Mond, hat 2 Siegpunkte. Das bin ich. Das heißt, 2 Hoheitsmarker hier auf das Board mit drauf, um zu merken, dass hier eben schon 2 neutrale Siegpunkte liegen. Gleichzeitig haben die Dark Seed auch 2 Gebiete schon auf dem Mond erobert. Das ist das Nebenziel der Warlords. Also auf das Nebenziel drauf, dass man sieht, das ist schon erfüllt. Jede Fraktion kann das Ziel erfüllen, aber jede Fraktion nur einmal. Das heißt, dir fehlt noch ein Gebiet, dann hast du das, das Nebenziel hier auch erreicht. Damit hört die Runde auf. Wir würden jetzt in die nächste Runde gehen. Das ist, ihr legt eure aktiven Aktionskarten einfach Kontrolliere 7 Gebiete, das gilt, glaube ich, auch für die. Das gilt für alle. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Korrekt. Leg einen Hoheitsmarker drauf. Ich glaube, ich habe auch 7. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stadtzone? Nein. Ist kein Stadtgebiet. Ist kein Gebiet. Sonst wäre es ja einfach. Dann könnte es ja hier. Betrug. Es hat keiner 4 Events. Das heißt, das dritte Ziel wird nicht erfüllt. Ihr legt eure aktive Aktionskarte einfach ab. Felix muss aber noch hier. Ich habe keine 7. Nicht? Echt? Nein, ich habe gerade 1 verloren. 3, 4, 5, 6. Vielleicht sehe ich keins. Die Uni haben mir das weggenommen. Ich sehe tatsächlich einen Vorteil an meinem Wahlkönig, der als Hauptquartier dient und ein Gebiet besetzt. Mhm. Der hat nichts gemacht diese Runde und trotzdem seinen Beitrag geleistet. Ja, klar, er ist ja auch regiert, er muss ja nichts tun, er regiert. Achso, ja. Er sitzt würdevoll da und flosst mit seinem Zepter rum. Wie sind genau die Bedingungen mit den 4 Events? Wenn du 4 Events besitzt, hast du dieses Ziel dafür. Besitzt. Besitzt dann spielen wir doch immer gleich. Du kannst sie auch hocken, wenn du sie nicht spielen möchtest. Dann hast du zu späteren Momenten eine größere Auswahl. Mhm. Und zum Beispiel gerade einen zusätzlichen Angriff machen. Dieses Event, das die Uni gezogen haben. Ja. Das lohnt sich durchaus auch auf eine spätere Runde aufzuheben. Mhm. Genau. So. Gut. Ich hocke auf einem 2 Siegpunktgebiet. Macht das noch irgendwas? Ja, am Ende der Runde, am Ende des Spiels, wird es dir 2 Siegpunkte einbringen. Mhm. Aber jetzt ist erstmal die Runde vorbei. Das heißt, du gibst deine aktive Aktionskarte ab. Jetzt wird es eine Zwischenwertung geben, einfach um einen Überblick zu kriegen, wer wie viele Siegpunkte hat. Wir haben ja schon festgestellt, die Dark Seed haben 6 Gebiete. Keins davon ist doppelt Siegpunkte wert, also 6 Siegpunkte durch Gebiete. Der Mond 3 Siegpunkte durch die Ziele. Genau, also komme ich auf 9 Punkte derzeit. Mhm. Die Wale haben 7 Gebiete. Mhm. Eins davon ist doppelt wert, also 8 Siegpunkte. Plus den da? Plus den sind auch 9. Plus den sind 10. Das sind 10. Weil ich mich in der Rangliste noch umgearbeitet habe. Ja, genau. Der zweite Platz gibt 1 Punkt, der höchste Platz gibt 2 Punkte. Die Warlords haben 1, 2, 3, 4, 5 Gebiete. 6. 6? 6, 6, genau. Sind auf Platz 1, deswegen 2 Bonuspunkte, wären 8, wenn jetzt die Wertung stattfinden würde. Das heißt, noch ist das Feld sehr eng beieinander. Genau, wir haben 10, derzeit wären die Wale Gewinner. Dann kommt die Dark Seed wohlverdient auf den 2. Platz. In voller Unkenntnis der Regeln habe ich aus Versehen auf dem 1. Platz gelandet. Und die Schweine müssen jetzt am Ende dieser Runde hinnehmen, dass sie nicht sofort Erster sind, aber die werden sich jetzt noch holen, keine Sorge. Genau. Jetzt würden wir in die 2. Runde gehen. Weil die Gebiete wird ja keiner wegnehmen, weißt du. Wir würden in die 2. Runde gehen, das heißt, jeder hat jetzt noch seine 5 Aktionskarten und würde daraus die Aktionskarte für die nächste Runde. Aber der Konjunktiv ist richtig, denn die Zeit ist rum. Genau. Okay. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Runde in der vorgesehenen Zeit geschafft. Wie viele Runden spielt man normalerweise? 3 bis 4, ja. 3 bis 4 und danach sind alle unter Wahlkacke verschwunden. Genau, ja. Ja, oder aufgegessen bei worden. Bei den Wahlen ist halt die große Gefahr, du gehst hier rein bei Weiß und in der blauen Phase machst du den Hoheitsmarker einfach weg ohne Kampf. Ja, weil ich diese Reinigung machen kann. Genau, und das kannst du halt in jedem Gebiet mit Wahlen machen. Das heißt, wenn du hier reinkämst, würdest du alles, was drin liegt, rausnehmen. Seine ganzen Hoheitsmarker und die Strongholds und die Terraformings. Das heißt, du würdest einfach alles wegmachen und das ist halt sehr stressig für uns. Und wenn ich wenn ich 5 solche Marker in einer Runde verschwinden lasse, kriege ich sogar noch 2 Siegpunkte zusätzlich. Das ist nämlich meine Privatmission. Ich muss alles reinigen von euch kleinen Nervrassen. Feld draufzuschmeißen ist gar keine gute Idee, wenn Wale in der Nähe sind. Ja, wenn sie reinkommen, ist doof. Wenn sie nicht reinkommen, dadurch lohnt sich's. Du musst die passenden Marker reinlegen. Du hast ja diese Blockaden. Ja. Und über diese Gräben, die du ausheben kannst, können die Wale nicht rüberkommen. Mhm. Das heißt, du kannst nicht immer gleich spielen.
Ja. Wenn ihr die Dark, also wenn die Dark Seed und die Nomads zum Beispiel im Spiel wären, würdest du wahrscheinlich mehr auf Cover und Stronghold setzen, ja, um deine Gebiete zu schützen. Wenn die Wale im Spiel sind, willst du eher eine Mauer bauen oder einen Graben ziehen, damit die Wale gar nicht erst zu dir reinkommen. Genau. Und so musst du dich immer auch anpassen, deine Spielweise daran, welche Fraktionen im Spiel sind. Wir kommen unangeladen rein, verbreiten unsere Religion und schmeißen euch raus. Das, Und die Blockaden sind gegen die Dark Seed extrem unwichtig. Ja. Ja, ich werfe meine Eier drüber und alles Mögliche. Vielen Dank fürs Spielleiten und Erklären. Vielen Dank fürs Mitspielen und Mitbringen des Spiels. Wir beenden jetzt diesen Block, denke ich. Und wir sehen uns dann in ziemlich bald sogar wieder. Wir machen jetzt nämlich einen kurzen Talk zu D&D 5 mit Michael. Und danach machen wir sozusagen eine gemeinsame Runde, wo wir noch ein bisschen drüber sprechen, was wir gerade so aktuell selber spielen und machen und tun. Dankeschön fürs Mitspielen. Ja, ich hatte Spaß. Ich mag die Wale sind wirklich toll. Also, ich habe auf jeden Fall schon meine Lieblingsfraktion gefunden. Michael ja auch. Das geht tatsächlich schnell, weil sie wirklich ein schönes Profil haben. Nicht nur vom der Lore her, sage ich mal, sondern auch vom Spielerischen. Ich glaube, ich das Mikro. Ja. Das heißt, jetzt könnt ihr unanständige Dinge sagen. Alle stinken nach Fisch. Und auch die menschlichen Fraktionen spielen sich halt sehr unterschiedlich. Und haben auch sehr unterschiedliche Themen. Ja, die einen haben eine Atombombe dabei, habe ich schon erfahren. Ach, Atombombe. Es gibt, was hast du für ein Problem mit Atombomben? Es gibt auch feministische Bunkerbewohnerinnen. Ja, cool. Wie heißen die nochmal? The Sorority of Scissors. Ja, genau. Die Backstory, kann ich das kurz einwerfen? Ja, klar. Die Backstory ist natürlich auch wieder so gedacht, dass sie möglichst absurd ist. Mhm. Das sind russische Elitesoldaten gewesen, die wurden in Bunker eingebracht und mit Naniten-Cocktails versehen. Und die Naniten sollten dann Allergenschäden reparieren, so in der Afterworld. Ja, oh, die haben aus dem Y-Chromosom X. Hey, du hast es gerade verstanden. Männer sind also Genschäden, finde ich gut. Ja, es ist halt Y, ist halt trotz allem ein schadhaftes X-Chromosom, wenn man aus genetischer Sicht wahrscheinlich drauf schaut. Und so sind dann aus den Elite-Soldaten Elite-Soldatinnen geworden. Das ist die Backstory zu denen. Ja, sehr cool. Und haben das offensichtlich voll akzeptiert. Ja, was willst du machen? Ne? Du kannst ja schlecht irgendwo hingehen. Ja, wenn du da so in deinem Bunker wohnst und keine Hormontherapie und so zur Verfügung hast, wird's eng. Das stimmt. Michael. Ja? Du bist ja bei DSA der Mensch für alles, was nicht Ulysses ist. Genau. Nein, du bist bei Ulysses der Mensch für alles, was nicht DSA ist. Und deswegen hast du auch etwas untergeschoben bekommen, wie der Kuckuck das Ei ins Nest legt. Genau genommen hat das der Mirko untergeschoben bekommen, der inzwischen meinen Job bei Ulysses hat, alles außer DSA zu machen. Ich kümmere mich ja vor allen Dingen seit ein paar Monaten um Produktion und um Verlagsleitung. Entschuldigung. Nichtsdestotrotz ich habe ich... Ich bin heute gut darin, den Job von Leuten falsch zu beschreiben. Das hat sich ja auch oft genug geändert. Danke Sven für den sarkastischen Applaus im Hintergrund. Slow clap. Wie dem auch sei. Ja, aber ich kann trotzdem hoffentlich Fragen zu D&D 5 beantworten. Dann sollten die Leute die Fragen stellen. Im Chat sind da schon welche gekommen, ansonsten muss ich dich jetzt nerven. Bislang nicht, aber du kannst ja mal die Einleitung dazu machen. Ja. Nämlich erstmal, glaube ich, solltest du nochmal erklären, das wurde schon ein paar Mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben, wie genau das jetzt läuft. Ihr seid nämlich nicht wirklich die Leute, die die Lizenz haben. Ihr seid nur im Auftrag von anderen, die die Lizenz haben, diejenigen, die die deutsche Ausgabe erstellen und auch vertreiben. Aber... Ja. Der Lizenzinhaber ist Hasbro mit der Unterfirma Wizard of the Coast. Ja. Die haben im englischen Original vor etwa 3 Jahren oder so D&D 5 rausgebracht. Damals noch D&D Next und ja, jetzt eigentlich nur noch D&D. Das heißt, die 5 steht nirgendwo. Also die machen das wie andere Leute mit ihren Konsolen. Sie geben ihnen komische Namen, die nicht in die Reihenfolge passen. Ja, es ist wie die Rückbesinnung, meistens der vierte Teil, wo man das einfach nur Rocky nennt oder Rambo oder so, wo man einfach sagen kann, das ist nur D&D. Und die haben in einer sehr, sehr langen und sehr intensiven Beta-Testphase dann eben dieses Spiel durchgezogen und so rausgebracht. Dann haben sie aber zuerst gesagt, es gibt keine anderssprachigen Lizenzen. Das war 3 Jahre lang der Stand. Dann haben sie sich aber mit Gale Force 9 aus Großbritannien geeinigt, dass sie das betreuen, anderssprachige Versionen für andere Länder produzieren zu lassen. Sie haben und Gale Force 9 hat sich dann in allen Ländern, die damals auch eine deutschsprachige Fassung davon oder eine anderssprachige Fassung davon hatten, die alten Lizenzpartner geholt oder neue Lizenzpartner gesucht und mit denen dann Deals ausgehandelt. Im Sinne von, ihr übersetzt das für uns, wir drucken das, ihr kauft das dann wieder von uns zurück und ihr dürft das dann in eurem Heimatland, in eurer Heimatsprache verkaufen. Das klingt für mich unnötig kompliziert. Vielleicht wollte Wizard of the Coast vor allen Dingen... Kein Brand mehr. Vor allen Dingen wollte Wizard of the Coast vermutlich sich die Arbeit sparen mit den ganzen Lizenzsachen und hat das deswegen sublizenziert an Gale Force 9, die sich dann um alles kümmern. Gut.
Und deswegen ist auch kein Ulysses-Symbol hinten drauf, auch wenn ihr es übersetzt, dann von ihnen zurückkauft, um es zu vertreiben. Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Und dann Teil dieser ganzen Lizenz Vorgaben ist auch, dass das Players Handbook heißen muss auf Deutsch. Ja. Aber wir hatten jetzt gerade auch Warlords. Ja, aber es ist wohl für Wizard of the Coast. Ich habe das Gefühl, das ist gerade irgendwie so Mode, dass man einfach die englischen Begriffe lässt. Das sind so Buzzwords. Mhm. Wie Buzzword ein Buzzword ist. Ja. Nein, also zur großen Trauer aller Lizenznehmer hatte sich Wizard of the Coast nicht nehmen lassen, die drei Grundbücher zumindest auch einfach auch als Marke anzusehen, wie Players Handbook, Dungeon Master's Guide und Monster Manual. Weil es noch nie ein anderes Spiel gab, das ähnliche Begriffe benutzt hat, oder? Das ist für sie zumindest so wichtig und sie sehen es als so stark an, dass sie auch die englischen Titel drin haben wollten, genauso für Dungeons & Dragons. Wir durften aber immerhin dann jeweils noch den deutschen Titel drunter schreiben und nochmal die explizite Aussage, um welche sprachliche Ausgabe es sich handelt. Also steht jetzt hier, Players Handbook, Spielerhandbuch, deutsche Ausgabe. Das ist tatsächlich ein kleines R hinter dem Players Handbook. Das ist ja fast wie bei Lucasfilmen, wo bei jedem Star Wars Begriff irgendwie ein TM dahinter steht. Man muss wissen, was man sich sichern kann und soll damit. Es ist eine ziemlich komplizierte Sache. Also wir haben auch bei Gayforce 9 dann eben nachgefragt, was dürfen wir denn überhaupt alles? Yeah. Ein wichtiger Aspekt bei Dungeons & Dragons ist ja auch, dass es seit der dritten Edition diese offene Spielelizenz dafür gibt. Dass man einfach sagt, hier ist der Kern unserer Regeln, ohne die ganzen settingsspezifischen Sachen. Und das ist ein kostenloses PDF und da können andere Leute auch darauf basierend dann auch was rausbringen. Bis jetzt ist es nicht Teil der Lizenz, dass wir das auch auf Deutsch rausbringen können, das Systemreferenzdokument. Okay. Also das sozusagen die Open Gaming License, die dran gekoppelt ist, ist für Deutsche derzeit nicht in ihrer Sprache. Es ist benutzbar, es ist halt nur nicht auf Deutsch, die ganzen Kerninhalte, dass man dann einfach darauf basierend dann eigenes Material veröffentlichen kann. Okay, es ist eine komplizierte Lage. Also ich muss erstmal jetzt versuchen rauszukriegen, wir haben momentan die Anfrage laufen, dass wir den Charakterbogen aus dem Spielerhandbuch als Download bringen dürfen, weil eigentlich die Lizenz... Ist das langsam so eine ähnliche Lage wie bei Star Wars, wo er mit Heidelberger redet, die mit... Die mit FFG reden, die dann mit Asmodee reden, die mit George mit Lucasfilm reden. Die mit Disney reden. Nein, okay, also, das sind noch ein paar mehr. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Hierbei geht es eigentlich noch. Das Problem ist nur, die Lizenz, die bei Gayforce 9 liegt, ist rein für die physischen Produkte. Ah, okay. Das heißt, alles, was digitaler Inhalt ist, ist nicht durch die Lizenz abgedeckt. Das trifft sowohl das Systemreferenzdokument wie auch Charakterbögen oder so etwas wie, dürfen wir eine Facebook-Seite machen, dürfen wir einen Forenbereich für Dungeons & Dragons machen. Das ist momentan nicht der Fall. Deswegen gibt es im Ulysses-Forum jetzt ein schwarzes Brett für den Fanbereich von D&D, wo sich halt Leute, die sich für das deutsche D&D interessieren, unterhalten können. Das ist nicht von uns, da kann man uns keine Regelfragen stellen, das ist nur eine Anlaufstelle für Fans. Weil ihr das nicht so richtig könnt. Das ist ganz wichtig, das ist keine offizielle Seite. Das Forum heißt so. Das ist Fanforum. Achso, ich dachte, das heißt Fanforum, keine offizielle Seite, außer Ausrufungszeichen. Ja, deutsche Version. Deutsche Version, danke. Nicht die offizielle Seite, deutsche Version. So kompliziert ist das. Deswegen, vieles von dem, was wir jetzt gerne machen würden, ist einfach nicht möglich. Auch sozusagen, hey, es ist doch gerade gratis Rollenspieltag. Warum habt ihr dazu nichts gemacht? Wir wussten eine Woche vorher, dass das Buch kommt. Oh. Und wir dürfen auch nicht so etwas machen, wie zum Beispiel ein Poster drucken zu lassen, das dann beilegen oder einen Schnellstarter dafür selbst schreiben. Ist alles völlig außerhalb der Frage. Und ihr wusstet wirklich erst eine Woche vorher, dass das Buch kommt, weil ja Gayforce 9 die produziert. Nicht genau. Wir mussten irgendwann die Daten hochladen. Dann hat sich Gayforce 9 das nochmal angeschaut. Dabei ist es auch noch zu ein paar kleinen Problemen gekommen, weil die englischen Absatzformate, die sie, die Gayforce 9 eben dann benutzt hat und da reingeschaut hat, sich nicht unbedingt mit unseren deutschen InDesign-Dateien vertragen haben. Deswegen ist es hier und da tatsächlich der Fall, dass ein Hurenkind oder ein Schusterjunge sich reingeschlichen hat, weil sich Texte verschoben haben oder mitten in der Zeile plötzlich ein Umbruch stattfindet. Das wäre bei uns so nicht durchgekommen, nur das ist dann leider in den Kontrolle. Ich hoffe sehr, also wir haben jetzt die Sache noch mit Gayforce 9 geklärt und in den kommenden Büchern sollte das auch nicht mehr vorkommen, hoffe ich. Okay, ich kann mir nicht merken, welches was ist, ob der Schusterjunge eine doppelte oder eine fehlende Zeile ist, also in welche Richtung es rutscht. Aber es sind Zeilen, die doppelt vorhanden sind, weil sie nochmal woanders reinrutschen. Wenn man sich schon mal mit Büchern beschäftigt hat, fällt es auf. Das sind alles Kleinigkeiten, das Buch ist sonst voll benutzbar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was ich dann gerne in einem Nachdruck auflösen würde. Was kommt denn jetzt alles? Also ein paar Sachen sind jetzt auf jeden Fall sicher und werden die nächsten Monate dann erscheinen über euch. Und das erste ist das Players Handbook, Spielerhandbuch, deutsche Ausgabe zu D&D.
Das wird jetzt Mitte April dann auch noch regulär in den Handel gehen. Ab 19. sollte es überall zu haben sein. Übrigens auch eine interessante Sache, wer das versucht, über Amazon oder andere große Läden zu bekommen. Diese Bücher müssen über einen Grossisten geholt werden. Und alle Grossisten holen sich die Informationen über das Verzeichnis lieferbarer Bücher, die VLB. Wir konnten dieses Buch nicht bei der VLB melden, weil die ISBN wurde auch von Gelfos 9 vergeben und das ist eine amerikanische / englische ISBN, deswegen konnten wir die nicht melden. Deswegen musste das über einen Umweg dann nochmal woanders gemeldet werden, damit das überhaupt bei Amazon und anderen Leuten gelistet werden kann. Das wird noch passieren, das dauert allerdings relativ lange, weil wir dafür effektiv einen neuen Verlag da anlegen mussten, und zwar einen englischsprachigen Verlag, damit das überhaupt bestellbar ist. Das sind auch so Probleme, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nach dem Players Handbook. Ich möchte nicht über deine Berufsprobleme lachen, aber. Ja, wenn sich jemand fragt, warum bringt ihr die Bücher nicht einfach raus? Was danach erscheinen wird, nach dem Players Handbook, wäre das Monster Manual. Mhm. Das ist auch schon komplett fertig, genau wie das Dungeon Masters Guide. Das wird Monster Handbuch, deutsche Ausgabe. Ja. Und danach das Dungeon Masters Guide, Spielleiterhandbuch, deutsche Ausgabe. Kurz danach gibt es dann die Einsteigerbox. Mhm. Und irgendwo dazwischen werden auch die ganzen Karten rauskommen. Denn es gibt einen wichtigen Drittanbieter für D&D 5 Material auf dem englischsprachigen Markt, das ist Gelfos 9. Die haben nämlich für alle Klassen entsprechende nützliche Referenzkarten rausgebracht. Für jede Klasse, für die Kämpferklassen dann nochmal was Separates, wo alle die Talente und die Kampfmanöver mit draufstehen. Und aus irgendeinem Grund war es Teil der Lizenzvereinbarung mit Gelfos 9, dass wir die auch auf Deutsch bringen. Ein Wunder. Aber diese Karten, da habe ich aber absolut nichts gegen, weil diese Karten sind nun mal total praktisch und wir sehen es ja auch bei DSA und anderen Systemen. Diese Kurzreferenzkarten sind auch wahnsinnig beliebt. Apropos DSA, wir wissen ja, dass du durchaus kein Blatt von dem Mund nimmst, wenn du nicht hundertprozentig von einem System überzeugt bist. Was sagst du denn zu D&D 5? D&D 5 ist, nachdem ich es das erste Mal gelesen hatte und auch die Starterbox komplett durch hatte, hatte ich meine Probleme erstmal damit. Muss ich erstmal sagen, weil ich komme aus der Schule von D&D 3, D20, Pathfinder, Hardcore-Regeln, möglichst komplex und ich möchte meinen Charakter so detailliert bauen können, wie es geht. Als riesen Fan von D&D 4 war das komisch für mich, weil es ist... Von D&D 4? Die MMOisierung? Ja, ich habe so viel D&D 4 gespielt wie kaum ein anderer Mensch. Ich hab, ja, weil du wahrscheinlich der Einzige warst. Okay, D&D 4, wir haben verschiedene Fraktionen. Ja. D&D 4 habe ich, als ich noch in Aachen war, haben wir das stellenweise zweimal die Woche gespielt über 2,5 Jahre. Mhm. Es sind... Ach, nicht über D&D 4 reden. Merkt man heute noch. Ja, ich weiß, wie Regeldesign funktioniert, du DSA-Fan. Und also D&D 5 hat einen sehr viel freieren Ansatz, sehr viel erzählerischen Ansatz und geht nicht mehr so detailliert tief in die Regeln rein. Auch das... Da fühlst du dich ja direkt heillos verloren. Es ist nicht so Fate-mäßig, dass ich dann einfach sagen könnte, so, ich brauche irgendeinen Punkt, wo ich mich dran festhalten kann, weil ich überhaupt nicht weiß, was hier möglich ist und was nicht. So schlimm ist es nicht. Nur so etwas, das Number-Crunching, wie es bei D&D oftmals üblich war, ist hier gar nicht mehr drin. Also du hast nicht so etwas wie, ich habe jetzt hier einen +2-Bonus und +5, wenn Westwind ist und ich gerade diese Schusswaffe halte. Hier gibt es nur noch einen Vorteil oder einen Nachteil. Das heißt, ich würfel 2W20 und beim Vorteil nehme ich dann den besseren und beim Nachteil nehme ich den schlechteren. Yeah. Das ist intuitiv einsetzbar und es macht halt, beschleunigt das Spiel, glaube ich, enorm. Du kannst zwar immer noch ordentlich Ärsche treten in dem Spiel, aber sowas wie Miniatureneinsatz oder den Charakter so ganz detailliert ausarbeiten mit kleinen Boni hier und da, ist hiermit nicht mehr möglich. Es dreht sich mehr darum, tatsächlich schneller spielen zu können und ich glaube auch tatsächlich mehr Storys erzählen zu können. Das klingt ja nach modernem Rollenspieldesign. Das war D&D 4 auch. Das war nur halt in eine Richtung, die euch nicht gefallen hat, ihr Kackvögel. Gut, dass wir auf YouTube sind. Wir können alles machen, was wir wollen hier. Ah, wir können Leute beschimpfen. Wir könnten rein theoretisch Nippel zeigen. Fang ruhig an. Nee. Michael! Obwohl, falsches Format. Männernippel darf man ja auch auf Twitch zeigen. Es sind ja nur die weiblichen Nippel, die ein Problem sind. Aber deswegen, wer gerne halt einfach nur... Wer einen schnelleren und einfacheren Einstieg in Rollenspiel haben möchte, wer sich nicht so intensiv wie ich mit Regeln beschäftigen möchte oder Charaktere so detailliert ausarbeiten möchte, trotzdem aber Ärsche treten möchte und einfach klassische Fantasy erleben möchte, für den ist D&D 5, glaube ich, das Richtige. Oder wer einfach nicht mehr so viel Zeit hat, sich so intensiv in die Spiele reinzuknien. Ich muss sagen, das klingt gar nicht so schlecht gerade für mich. Also ich habe eine Testrunde bisher gehabt und fand es da tatsächlich auch angenehm, wie schnell es ging.
Ein Tipp, wenn ihr mit der Starterbox anfangt, überlegt euch gut, ob ihr das erste Encounter, die erste Begegnung aus der Starterbox so spielen möchtet, wie sie drinsteht. Ich habe noch von keiner Runde gehört, in der das nicht in Total Party Kill geendet hat. Okay, gegen was kämpft man? Goblins! Das sind halt krasse Goblins. Ja, die haben eine Überraschungsrunde, das kann sehr übel ausgehen. Oh. Spoiler. Das macht Sinn, das danach zu sagen. Bitte habt jetzt weggehört. Ja. Ja. Könntet ihr, das macht die Katze nachher im Schnitt, diese Live-Anweisung. Bei diesem Live-Format. Genau. Ja. Ich werde das ausgebliebt. Aber ja, ich möchte jetzt noch mal intensiver mich mit dem Spiel auf jeden Fall befassen. Mhm. Unser Mirko hat auch angekündigt, wir werden ja in absehbarer Zeit Ende April auch noch den Gratis-Rollenspieltag danach in Limburg haben. Mhm. Da wird er zweimal D&D 5 leiten. Ich versuche da noch mit reinzukommen. Hoffentlich spielt er nicht das Starter-Set Einsteiger-Abenteurer. Dann würde ich mir irgendwas bauen, dass du nicht überrascht werden kannst, wenn das möglich ist. Es gibt inzwischen einige Fragen im Chat. Ne? Es gibt einige. Ja, dann beantworten wir jetzt noch ein paar Fragen und dann machen wir unsere Schlussrunde. Nein, ich habe den Chat hier nicht. Eine Frage bezieht sich darauf, ob es nicht Probleme mit Pathfinder gibt, wenn ihr auch D&D macht. Gibt es nicht Probleme mit Pathfinder, wenn die einen Goblins eine Überraschungsrunde haben und die Pathfinder-Goblins versuchen abzuschlachten und... Die Pathfinder-Goblins verlieren, weil sie wahnsinnige Idioten sind. Aber sie sind süß! Ja, diese Melonenkopfgroßen Beißer sind total süß. Ja. Gibt es Probleme? Kann sein. Also ich denke mal, dass die Zielgruppe ähnlich gelagert ist. Viele Leute, die sagen, Pathfinder ist mir eigentlich zu number-crunchig, mich interessieren die Stories mehr. Oder ich möchte dann einfach nur die Abenteuerpfade von Pathfinder zwar spielen, aber nicht so mit intensivem Miniatureneinsatz, Kampf und so detailliert. Wenn die zu D&D 5 gehen, warum nicht? Was wäre denn die Alternative, wenn wir es nicht gemacht hätten? Dann können wir immer noch sagen, ja, vielleicht nimmt sich ein anderer Rollenspielverlag dann D&D 5 an. Dann würden wir zwar nicht unseren eigenen Markt kannibalisieren, aber dann würde jemand anders uns sowohl die Verkäufe von D&D 5 wegnehmen, wie auch die von Pathfinder, die dann wegfallen. Wir haben natürlich auch im Vorfeld mit Paizo, unserem langjährigen und sehr geschätzten Partner für Pathfinder, geredet, ob die damit ein Problem hätten, wenn wir die deutsche Fassung davon machen. Weil es ist ja auch klar, ein Teil wird vermutlich dann von Pathfinder zu D&D gehen. Mhm. Aber sie haben dann gesagt, ja, das macht für euch total Sinn, bitte macht das. Und wenn sie uns nicht da auch dazu geraten hätten, hätten wir uns das wesentlich stärker überlegt und vielleicht dann tatsächlich sogar abgesagt, weil mit einem Partner, mit dem wir jetzt schon seit 6 Jahren so intensiv und sehr, so gut zusammenarbeiten, zu verlieren oder von den Kopf zu stoßen, indem wir dann einfach D&D machen wollen, war auch doof für uns. Deswegen. Ist das nicht schön, so richtig angenehme Partner zu haben, Lizenzpartner? Wenn die gesamte Rollenspielbranche wie Paizo wäre, wäre ich ein so viel glücklicherer Mensch. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Chat, bevor mich hier weint? Vor Büro? Ja, es wird gefragt, wie der weitere Fahrplan ist, welche Produkte noch erscheinen werden demnächst. Ich weiß, dass es nicht wirklich war. Neben den bereits erwähnten Produkten, also dem heiligen Triptychon aus Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch, Monsterhandbuch und den unvermeidlichen Karten offensichtlich, gibt es ja noch die Einsteigerbox. Die unvermeidliche Karten, deutsche Ausgaben. Da ist ein Drittanbieterprodukt von Gale Force 9, das sind wir da nicht so intensiv dran gebunden wie hier bei den Büchern, deswegen steht das da, glaube ich, eindeutiger drauf. Danach wird noch kommen, das ist noch nicht so endgültig klar, aber der Wunsch von Wizard of the Coast ist es wohl, so nah wie möglich an den aktuellen Produkten dran zu sein. Und dann im Rückblicken können wir dann übersetzen, haben wir dafür mehr Freiheiten. Also ist aktuell der Plan, die Sword Coast Adventurer's Guide und Volus Guide to Monsters noch auf Deutsch erstmal zu bringen. Alles ohne Gewehr. Ohne Gewehr, genau. Das muss dann noch mit denen halt abgeklärt werden, weil wir entscheiden nicht, was kommt. Wir müssen das mit Gale Force 9 abklären. Aber uns vorgegeben wurde. Erstmal die aktuellen Bücher, diese beiden Titel, und dann rückblickend dann die weiteren, die Kampagnen, die da waren. Eine Frage vielleicht noch, falls eine ist? Ansonsten ja, warum wechseln. Ist D&D schlechter als DSA? Frage geht, glaube ich, an dich, Michael. Warum ist D&D 5 schlechter als DSA? Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also, die Zeit ist, glaube ich, jetzt aber auch für diesen Slot schon seit ein paar Minuten vorbei. Und wir können keine eigenen Abenteuer dafür machen. Ja, wir können keine eigenen Abenteuer dafür machen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Bei DSA haben wir wesentlich mehr Freiheiten. Ja. Und deswegen würde ich sagen, finden wir uns alle mal an dem benachbarten Tisch zusammen und reden über die Dinge, die wir gerade aktuell. Hier kann man Drachenblütige spielen. Und wir stellen dann auch noch die abschließende Rätselfrage für die Verlosung von Dingen. Und wir setzen am besten Michael und Markus an unterschiedliche Enden des Tisches. Da können wir uns sie anschauen, das ist ja furchtbar.
Egal, wie man es macht. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen. Genau. Ja. Ich hatte. Manchmal bist du lang. Ich sitze wieder an diese Ecke und der Rest darf sich da drumherum knödeln. Ich hatte auch irgendwas mitgebracht, das ich zeigen wollte. Ah, ich sehe es mit Markus, kannst du mir noch das Heftchen mitbringen? Habt ihr noch Stühle? Ja. Ja. Setzt ihr euch, ich habe hier den Stuhl. Noch ein Schuh. Bam! Markus räumt auf. Zwei Fäuste können wir nicht. Apropos gucken, ich habe hier noch Fragen für DSA für dich. Ach. Das machen wir mal später. Dann machen wir. Wir werden, das ist jetzt sozusagen die Verabschiedungsrunde, nach der die Gäste dann auch wieder nach Hause fahren dürfen. Oder endlich essen. Essen. Wir werden danach eine kleine Unterbrechung nach dieser Runde machen. Wir schließen den Abend dann noch mit dem restlichen DSA 1 Let's Play und schaffen heute hoffentlich endlich das Schiff der verlorenen Seelen durch. Das liegt nur an euch, nicht an das mir. Das fände ich sehr befreiend, persönlich, das hinter uns zu bringen. Nicht so, dass sich der Stein in den Weg legt. Liegt das im Spielleiter? Nein, auf keinen Fall. Also nicht mehr als sonst. Ja. Boah, ich glaube, ich sitze zum Glück jetzt nicht dazwischen, Karl. Ich merke schon. Du spürst das Knistern ungefähr hier. Das hört man wahrscheinlich in dem Mikro, weil das genau ein Fokuspunkt davon ist. Ich habe gehört, es liegt an instabilen Möbeln, die spontan umfallen. Ja. Der Tisch hat sich einfach auf den Boden geworfen. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt. Ja, dann kommt jetzt die, ich würde ja schon fast sagen, traditionelle und überhaupt nicht bei der Dorp geklaut Medienrunde. Die Dorp ist eine Institution, die gibt es seit... Seit es Internet gibt, seit 1897. Internet ist entwickelt worden, um die Dorp weiter verbreiten zu können. Ja. Älter als die Drachenzwinge. Ja. Kann mal einer, guck mal einer schauen. Ich kann mich auch an dieses wunderbare Interview erinnern. Ich kam gerade aus Frankreich, aus Paris, extra für die Messe. Meine Stimme war wie ein Reibeisen und der Kameramann hat das Mikrofon nicht angeschlossen. Das war... Man kann sich erinnern, das war ein großartiger Spaß. Wir haben, rechts, ganz leise. Das war auch aber wir im Presseraum. Ja, oder? Genau. Und der Raum halt wie blöd. Aber, und wir geben immer fleißig das Mikrofon in den Tier und das Kabel werden hier eingesteckt. Einmal mit Profis. Das war ein großartiges Interview. Entschuldigung. Legendär. Nie, dass das jemals passiert wäre. Es ist es tatsächlich, glaube ich, nicht passiert. Aber am dritten Tag auf dem Spielemesse Toninterviews zu machen, ist... sowieso schon, ja. Könnte Presseausweis entzogen. Markus? Ja? Was spielst du zurzeit und hast du Spaß dran? Oder was liest du zurzeit? Kommst du überhaupt noch dazu? Ja, tatsächlich. Also wir hatten ja vorhin gerade das Gespräch. Ich werde das jetzt nicht im Detail wiederholen, was das Thema Lesen angeht. Dafür fehlt mir tatsächlich die Zeit. Aber ich habe das Glück, ja mit zwei kleinen Mädels gesegnet zu sein. Und wir kommen jetzt so langsam aus dem Alter raus, wo wir nur ganz, ganz harte Kinderspiele spielen können. Was sind denn harte Kinderspiele? Ja, also so die Sachen, die mit ganz viel Holz sind und so. Also, das heißt, wir kommen jetzt so langsam in Bereiche, wo auch Papa dann wieder sagen kann, okay, hey, das ja eine zweite Runde wäre cool, ich freue mich Mama. Drauf. Nein, kein Mama, also auch Uno und so weiter. Also wir haben viele Runden Uno hinter uns gemacht. Aber wenn du mir da oben mal das Spiel, wo die 12 draufsteht, geben würdest, das 12 Rams, das ist direkt auf deiner Augenhöhe. Direkt neben mir. Genau. Du überschätzt meine Augenhöhe. Genau. Das ist aber noch eingeschweißt. Ja, das ist... tatsächlich war, aber trotz all dem. Wir spielen 12 Round. Tatsächlich ist das eine deutsche Version von dem Spiel, die ich mir gekauft hatte, die ich völlig vergessen hatte, dass ich sie besitze, wie man sieht. Und ich habe aber von Mage Company, von dem Hersteller, habe ich eine englische Version bekommen, die wir uns ansehen sollten. Und das hatte ich dann angefangen durchzulesen, habe festgestellt, es ist tatsächlich zwar ein Fantasy-Spiel mit allen möglichen Elementen, also man spielt märchenhafte Kreaturen, die versuchen, die bösen Märchenwesen irgendwie zu besiegen. Kommt aber dabei eigentlich komplett ohne Würfel aus und man hat halt gewisse Ressourcen, die man benutzen muss und so. Ich habe festgestellt, dass es sich tatsächlich eigentlich wunderbar eignet, um das mit meinen Kids zu spielen. Meine Große ist so darauf abgefahren, dass wir, seitdem wir das Anfang der Ferien, bei uns sind ja gerade Osterferien, ausprobiert haben,
musste ich das mit ihr jeden Abend spielen. Jeden Abend. Und ich muss echt zugeben, auch wenn das jetzt natürlich, was die Komplexitätsgrad angeht, jetzt nicht unbedingt für mich das ist, was ich als tagfüllende Beschäftigung sehen würde, ich habe einen riesen Spaß daran. Und es ist einfach toll zu sehen, wie sehr das eben neunjährige Mädchen abholen kann, das Spiel. Also von daher... Da ist auch ein Pferd drauf. Und Katzen. Ja. Und es gibt einen Gorilla, es gibt einen Affenkapitän und sowas. Also das ist tatsächlich Affenkapitän. Ja, also das Pferd ist auf der Seite. Ich habe jetzt nicht die Maus. Es ist tatsächlich sehr abgefahren zur Klarstellung. Und hat schöne Bilder und so weiter. Und das ist tatsächlich großartig. Okay. Ach, dieses Pferd. Jetzt sehe ich es erst. Ja, ja. Da, auf meiner Seite gab es kein Pferd. Deswegen. Ich bin pferdlos. Ja. Das tut mir leid. Aber die Insekten würdet es doch eh nur essen. Was spielst du denn gerne gerade und warum? Du bist immer so jemand, der reingrätscht und selber die Reihenfolge bestimmen muss. Ne? Gastmoderator. Ich habe ursprünglich das mal mitgebracht, aber ich fürchte, das teile ich mir fast mit Michael. Das kannst du ruhig erzählen. Ja, wir haben uns Warhammer Quest gekauft und wir haben uns tatsächlich Silver Tower und Shadows over Hammerhorn gekauft, aber wir haben das hier zuerst gespielt, obwohl es als zweites erschienen ist. Und wir hatten echt viel Spaß. Das ist ein richtig schöner Dungeon Crawler, sehr solide gemacht, geht schön schnell. Und mischt auf angenehme Art und Weise berechenbare und unberechenbare Elemente. Und es ist im Gegensatz zu Silver Tower, wie gesagt, das haben wir noch nicht ausprobiert, aber immerhin weiß ich es, ist es mit einem Dungeon Master und auch mit einer Story dahinter, wenn der Silver Tower zufallsgeneriert ist. Und mir gefallen meistens die mit Dungeon Master die Systeme besser. Möglicherweise, weil ich Geld für den Dungeon Master spiele. Ja, also das war doch ziemlich gut vom spielerischen her und die Minis sind einfach geil. Also bei den Spielen ist man versucht, sie sich einfach zu holen wegen der Minis, weil die natürlich auch, wenn man sie einzeln kaufen würde, bei Games Workshop man seine Kinder verpfänden müsste. Effektiv, wenn du die Heldencharaktere aus der Box, die vier, einzeln als Plastikmodelle kaufst, hast du etwa den gleichen Wert, wie du den für die Preis, Box kaufen, wie du für die Box kaufen musst. Und da sind noch 20 Kultisten dabei Bodenpläne und sonst was. Ja. Also funktioniert es doch ganz gut mit Miniaturen verkaufen. Ja. Wenn man Games Workshop ist und diese Minis sind halt das Beste, was ich bisher tatsächlich jemals gesehen habe von der Qualität hier. Schweinegut. Du musst die selber zusammenbauen, aber, gell? Die muss man zusammenbauen, ja. Das ist für, nicht für Faule. Es ist eigentlich auch kein Brettspiel. Also sie verkaufen es selbst noch nicht als Brettspiel, sondern das ist ein Hobbygame. Also das macht einen riesen Unterschied, weil ein Brettspiel kannst du einfach aufmachen, dann liest du die Regeln vor und dann kannst du anfangen zu spielen. Das ist ein Hobbygame. Da muss man halt, bevor man das erste Mal spielen kann, schon mal einen Abend investieren in den Zusammenbau des Spielmaterials. Und dafür wird man aber auch belohnt, oder? Was durch eine Tiefe. Durch es geile würde Minis. Diese Tiefe auch geben, wenn es fertig bemalte Miniaturen wären, aber ich glaube, die Zielgruppe für das Spiel sind auch die Leute, die gerne die Miniaturen selbst zusammenbauen wollen. Also nicht alle Spiele von GW lassen sich tatsächlich diesbezüglich mit Qualität gleichsetzen, also das muss man auch klar sagen. Wir haben Lost Patrol ausprobiert. Ja. Das hat auch ganz tolle Minis. Das Spiel ist... Also sie haben ja im 5 White Dwarf oder so etwas noch Zusatzregeln dazugepackt, damit das irgendwann mal für die Space Marines möglich sein könnte, ins Ziel zu gelangen. Wie war das Kommentar dazu? Wir spielen das seit Wochen immer in der Mittagspause. 250 Anläufe bisher haben die Space Marines nicht einmal gewonnen. Das war, glaube ich, im White Dwarf auch, wo sie erzählt haben, ja, wir spielen immer in der Mittagspause und wir haben jetzt 98 Mal gespielt und die Space Marines haben es noch nie geschafft. Wow, was für ein tolles Spiel. Also die Helden haben es geschafft. Ja. Wir haben zwei Ebenen gespielt und das hat ziemlich gut funktioniert. Und eine davon war tatsächlich nur voll mit Rätseln und Fallen und dergleichen. Das war wirklich abwechslungsreich. Also tatsächlich finde ich es ja total spannend, weil Michael und ich, wir hatten ja den Silver Tower mal ausprobiert. Michael hatte dabei tatsächlich Spaß. Ich habe mich dann irgendwann, muss ich zugeben, echt gelangweilt, weil es war völlig Michaels repetitiv. Gehirn ist irgendwie so verdrahtet, dass er allein, wenn er Regeln irgendwie befolgt, also Rollenspielregeln irgendwie umsetzt, die schön komplex sind, dann geht es ihm schon gut. Ja, alleine Regeln befolgen, befriedigt Michael in irgendeiner ganz tiefen Ebene. Vielleicht sollte er bei dir die Steuerberatung machen. So viel zu wollen. Ich habe hier im ersten Raum direkt vier Kultisten erschossen mit meinem. Ja, weil du den Monster-Zwerg gespielt hast, der direkt irgendwie seinen Gewehr der durch Würfelglück einfach elfmal hintereinander schießen konnte, weil er immer, weil nach jedem Schuss darf man würfeln. Bei drei oder höher darf man nochmal schießen und ich habe es halt geschafft, 11 Schüsse aus dem Ding rauszuholen. Mit dem W20 höchst. Mit dem W6. Ja, und wenn er 3 oder mehr Würfel davon nochmal schießen und nochmal und nochmal. Immer 2 Schaden und so die Kultisten fallen und. und ansonsten, derzeit Crush ist ein Overwatch-Event gestartet. Das ist auch sehr gut und ja, das sind die Dinge, die ich erwähnen wollte. Und ganz kurz noch: das Heldenrevier zu der 7 Windküste ist wirklich top. Ist gut geworden. Ja, das habe ich. Das war das, was ich am liebsten gelesen habe in letzter Zeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann man auch einfach schön schnell weglesen. Ja, das ist wirklich wie ein kleiner Mini-Roman und wäre auch als Abenteuer übrigens toll. Nur so hint. Ja, aber wir wollen es jetzt nicht weiter aufbohren, weil das wäre echt schade, weil das sollte man lesen.
und sich nicht erzählen lassen. Ja. Willst du jetzt weiterfragen oder soll ich fragen? Ich kann doch einfach gehen. Wir nehmen uns einfach wir sechs Würfel mal aus. Ich hatte eigentlich vor, dass wir so von den Rändern uns in die Mitte arbeiten, aber dann machen wir es jetzt einfach anders und fragen Till. Das Spiel, das ich zurzeit gerade ganz gerne spiele, ist Time Stories. Da fällt es mir gerade schwer, was drüber zu sagen, wenn man sehr leicht spoilern kann und dann tatsächlich das Spiel für andere ruinieren kann. Also das schon mal als Warnung, wenn ihr jemanden kennt, der schon mal Time Stories gespielt hat, fragt ihn nicht darüber aus. Sondern kauft euch ein Spiel selber oder leitet euch aus ein Spiel selber. Was man recht spoilerfrei sagen kann, ist, dass man einen Zeitreiseagenten spielt, der in die Vergangenheit geschickt wird, um etwas zu verhindern oder etwas zu korrigieren. Und dadurch hat man in jeder Mission auch sehr unterschiedliche Aufgaben und befindet sich in sehr unterschiedlichen Gebieten und muss als Gruppe gemeinsam gegen die Zeit, weil Zeitreisen ist sehr kostintensiv, deswegen darf man das nicht beliebig lange machen, muss man also gemeinsam als Gruppe gegen die Zeit arbeiten und eben rechtzeitig verhindern, dass das passiert, weswegen man eben in die Vergangenheit geschickt worden ist. Was hast du zu dem, weil mich hat an Time Stories ein bisschen geärgert, dieses, dass man, wenn man das Grundspiel kauft, kann man es einmal spielen. Und das danach muss man sich neue Missionen kaufen. Was ich gemeint habe, dass es eben sehr spoileranfällig ist. Das ist klar, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dann kennt man alle Spoilers und dann der Replay-Value ist sehr gering, aber es ist, ich habe jedes Mal einen riesen Spaß. Jede Episode ist ein guter Spielabend und das ist mir das Geld vollkommen wert. Also tatsächlich ist das ja ein typisches Element, was wir von Brettspielen eigentlich immer erwarten, dass man sie beliebig oft spielen kann. Bei einem Rollenspielabenteuer haben die wenigsten ja dann damit tatsächlich am Ende ein Problem. Also bei einem Rollenspielabenteuer erwarte ich nicht, dass ich es öfter spiele. Ja. Klar, ich kann es mit mehreren Gruppen mal nochmal spielen als Spielleiter oder so. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal den reinen Spieler, da ist das auch nicht die Erwartungshaltung. Ja. Das ist halt Time Stories ist eigentlich tatsächlich auch sehr nah dran. Ja, an einem, sehr nah am Rollenspiel. Rollenspiel. Bei Brettspielen haben wir schon ein bisschen andere Erwartungen, aber irgendwie Also ich würde es nicht als direktes Brettspiel wahrnehmen. Es hat zwar als brettgestütztes Rollenspiel. Ja, tatsächlich. Du brauchst keinen Spielleiter, das macht es halt einsteigerfreundlich. Effektiv haben die nur ein Rollenspiel auf Spielmaster ersetzt durch Karten. Ist es destruktiv? Also ist das Spiel hinterher kaputt wie ein Escape-Spiel oder kann man das theoretisch weitergeben? Also man kann sich es auch ausleihen und Es bleibt voll intakt. Also das ist ja auch so ein moderner Trend, dass man Spiele hat, die sich selbst zerstören, so wie was Pandemie, die neue Version. Legacy. Wobei die auch echt Spaß machen. Das ist also ich finde das, ich würde jederzeit wieder ein Pandemieblatt machen, also das ist gar kein Problem. Also mir hat kurz eingreifen, weil ich würde Pandemie Legacy gerne vorstellen, weil ich es großartig finde. Ich habe da oben noch ein eingepacktes. Das macht jetzt keiner auf und macht es kaputt. Ich finde das großartig, weil es eben diese Einzigartigkeit hat. Und ich finde es besonders, ein Freund von mir hat mir gesagt, kauf mal ein Spiel und spiel es mehr als 5 Mal. Dann hast du das Spiel schon extrem oft gespielt. Und das hier spielst du 20, 30 Mal, weil du es durchspielen willst. Und schon hast du das effektiv mehr gespielt als jedes andere Spiel. Weil es jedes Mal, wenn man es spielt, hat sich verändert, dadurch, was man letztes Mal gemacht hat. Ne? Genau. Bis auf Monopoly und Risiko. Das spielst du heute noch, oder? Nein. Die Sessions. Also, nein, aber ich bin mir sicher, das haben wir alle öfter gespielt als 5 Mal. Ja. Also ich habe Eldritch Horror jetzt 21 Mal gespielt. Du zählst noch mit. Und immer noch nicht gewonnen. Was machst du da eigentlich? Eldritch Horror. Es hängt die letzten 4, 5 Runden wirklich am Ende nur noch an einem Würfelwurf. Du brauchst mehr Profi-Mitspieler an der Stelle. Ich denke. Profi-Mitspieler, ja genau. Was wir wo kann man die mieten? Also ist bei Spielen wie Imperial Assault oder auch das Pathfinder Adventure Card Game, da komme ich auch auf 20 Sessions, wenn ich damit mal loslege. Also es gibt tatsächlich Spiele, wo man das macht, aber es stimmt trotz all dem. Also ich sehe das ganz ähnlich, wie Felix das gerade gesagt hat. Die meisten Spiele, gerade was Brettspiele angeht, passiert es mir ganz oft, dass ich zugeben muss, die meisten spiele ich einmal. Mhm. Ich spiele die einmal, danach habe ich das Gefühl, ich habe das Spiel gespielt und ich packe es danach nicht nochmal an. Was nicht daran liegt, dass das Spiel per se schlecht war, aber es gibt so viele andere Sachen. Also das heißt, ein Spiel muss dich wirklich so abholen, dass du einfach sagst, so, ist ganz egal, was es sonst Neues gibt, ich muss das jetzt nochmal spielen. Oder es hat halt eine Story, die sich verändert, genau. Das ist natürlich auch mehr hilfreich. Genau. Ja, und deswegen ist Pandemie Legacy, trotz allem, dass man es kaputt macht, hat einen sehr viel höheren Widerspielwert. Das ist doch total befriedigend. Ich finde es super. Also die Sachen aufzureißen und zu gucken, was drin ist. Wir beide haben jetzt auch so ein, also man muss jetzt sagen, wir spielen Original Pandemie haben wir auch extrem oft gespielt. Mhm. Und deswegen haben wir so eine Art Optimierungswahn, dass wir jetzt, haben da so Befriedigung, wenn nichts passiert. Also wir versuchen Pandemie so schön, dass nichts passiert. Und es hat auch bisher ganz gut geklappt. Wir haben jetzt eine Stadt gehabt. Das Drama aus dem Spiel. Ja, total. Das heißt, bei euch heißt das ganz, ganz normaler Stand.
einfach nicht Pandemie, sondern einfach nur. Just another day of the office. Ist wahrscheinlich Pandemie Lindenstraße oder so. Ja, genau. drei Jahre ist nichts passiert. Ja, wir sind jetzt schon im vierten Monat und es ist bisher einer Stadt, ist ein bisschen was passiert und das ist auch so ganz entfernt mal so. Da hat jemand und wahrscheinlich war es auch einer, die nicht wichtig ja, war. Ja, da hat jemand Grippe. So mittleren Westen oder so. Wir haben ihm dann ein Taschentuch gereicht und dann war das wieder in Ordnung. Mhm. Aber zurzeit spielen wir ehrlich gesagt sehr viel eigene Sachen natürlich. Das ist so, ich habe ja vor eingangs erwähnt, was so mal als Studio rangeht. Ja, oder haben wir auch vorgesprochen, du testest ein Spiel, dann testest du es nochmal, dann änderst du es und dann testest du es nochmal und testest es nochmal und dann testest du es am besten nochmal. Und dann lädst du ganz viele Freunde ein, die vorher noch sagen, oh, voll cool, ich kenne den Spielentwickler und sich dann irgendwann nicht mehr melden. Ja, deswegen, wir spielen unsere Spiele so lange, bis sie uns selbst Spaß machen und dann irgendwann keinen Spaß mehr machen. Deswegen, wenn es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann ist es so weit entwickelt, dass man sagt, es ist es. Es ist immer wieder lustig, wenn du an den Punkt kommst, wo du dann irgendwie das Spiel ist fertig, du hast es vor dir liegen, du fängst an zu spielen und dann sitzen alle Entwickler um den Tisch und denken, was war jetzt nochmal die endgültige Fassung? Ja, genau. Das hatten wir nach dem Release von Aventuria, genau. Da saßen wir mit den beiden Spielentwicklern auf der Spielmesse unten im Hotel, so. Ich hab jetzt eine 1 gewürfelt. Darfst du jetzt eine Karte ziehen? Nee, du kriegst doch einen Schicksalspunkt. Ja. Ich dachte, das konnte man sich aussuchen. Heilst du nicht was? So, und alle saßen da mit den Regelheften. Was haben wir jetzt endgültig schon nochmal reingeschrieben? Ja, das kenne ich gut. Ich kenne es auch von Spielern, die so jetzt über die letzten 2 Jahre mal Tsukuyomi gespielt haben, die dann nicht die neuen Regeln lernen, weil ich kenne eh schon. Und dann spielen sie völlig hybride Fassungen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und die haben total viel Spaß. Und so. Aber ja, das kenne ich, die Problematik. Das Klassiker. Gerade bei Spieleentwicklern passiert das ganz oft. Also wir hatten es ja hier bei Bruchfaktor auch schon, wo ich Aventuria erklärt habe und dann der Chat gesagt hat, nein, du darfst das jetzt nicht direkt den Schicksalspunkt benutzen. Ach ja, stimmt. Wir haben noch 2 Leute, die nichts vorgestellt haben. Fania. Ich mag 2 Sachen vorstellen. Zum einen, um bei den Kinderspielen kurz einzuhaken. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Hase und Schildkröte. Ja, hab ich mal gehört. Kann ich, auch durchaus den Erwachsenen empfehlen. Das ist ein Rennspiel. Also von der Geschichte her haben sich Hase und Schildkröte zum Rematch verabredet. Weil das Hase ist sozusagen Hase und Schildkröte Teil 2. Genau. Das Lamm rennt gerade vor dem Wolf davon und meint, wenn es sich der dazu mischt, dann wird es nicht gefressen. Der Wolf hört trotzdem nicht auf, hinterher zu rennen. Und der Fuchs denkt sich, wenn so viele Tiere beieinander sind, halt gibt es Spaß, ich mache auch mit. Und so gehen diese 5 Tiere an den Start. Und geht über eine Parcours und man spielt mit Karten. Wobei von einem Kartenart bis zu 4 Karten gespielt werden können. Und wenn 4 gespielt werden, passiert irgendwas Doofes. Ja, also zum Beispiel der Hase, der läuft immer schön 2 Felder. Es sei denn, es werden 4 Hasenkarten auf einmal gespielt, dann legt er sich hin und schläft eine Runde. Und das macht die Sache relativ unberechenbar. Man kann das mit den Kindern wunderbar spielen. Die spielen das dann mehr so aus der Laune heraus. Mhm. Wenn die Erwachsenen dazukommen, dann geht es taktieren los, weil man mitzählen kann, wie viele Karten schon durchgegangen sind. Und bekannt ist, wie viele Karten im Deck von jedem Tier drin sind und so. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das diese Sorten Kartenspiele sind, wenn du die mit deinen Kindern spielen kannst, dass das auch gleichzeitig die besten Partygames sind, vorausgesetzt, dass es genügend Alkohol im Spiel ist? Okay, so viel Alkohol. Aber ja, also es ist ein wunderbarer Absacker. Wir haben gerade was Hochkomplexes gespielt, so wie vorher die Japan-Schlacht des Namen. Full Moon Down. Egal. Full Moon Down. Und jetzt brauchen wir noch was Simples zum Absacken. Ja, dann holen wir Hase und Schildkröte raus und haben eine Runde Spaß mit Hase und Schildkröte. Oder 2 oder 4 oder schon wieder 23:30. Genau. So, und das andere auf der Rollenspielseite bin ich gerade extrem im Star Wars Universum unterwegs. Also die FFG-Linie, beziehungsweise so nach und nach wird auch die Ulysses-Linie. Ja, wir arbeiten dran. Aber Michael. Einige von den Büchern sind seit einem Jahr fertig. Kannst du PDF rumschicken? Nein! Man darf die PDFs nicht veröffentlichen. Ich habe Januar letztes Jahr noch richtig panisch Dinge abgegeben, weil es hieß, das muss dringend fertig werden. Das ist bis heute nicht erschienen. Das Buch gibt es aber. Ich muss mich ja in den Schutz nehmen. Ja, klar. Das ist ja gerade die auf Deutsch die Einsteckerbox rausgekommen. Und das spiele ich tatsächlich auch im vollen Spektrum von meinen Kindern bis hoch zu den Erwachsenen. Nicht gleichzeitig. Aber gerade die Macht und Schicksal Einsteckerbox, die eignet sich wunderbar für die jungen Kinder, weil die Lichtfeuer schlägt die Zimmer toll, dann geht's super. Das Szenario ist gerade nicht genug, zumindest mal das Grundszenario. Im DLC wird es dann ein bisschen kompliziert, wenn es dann, Spoiler, in die Stadt geht. Also Social Interaction ist dann nicht mehr ihrs. Aber das haben wir gespielt mit einer Gruppe, die waren von
von 9 bis 12, 4 Kinder. Das ist eine klare Struktur, wirklich gut, böse und so weiter, genau, und so fort, im Vergleich zu dem ersten, wo es ja doch noch ein bisschen das erste ist, grauer das ist. Das erste ist das Schönste für die Erwachsenen, das dritte ist das Schönste für die Kinder. Hm? Ich habe dann noch zwei Erwachsene als Hilfsspielleiter mit drin gehabt, um ein bisschen Struktur am Tisch zu erhalten. Mhm. Aber wir hatten einen halben Spaß. Ja, glaube ich gern. Mhm. Das passt gut. Also gerade die Sache mit den Würfeln und dem Gucken und was habe ich, was habe ich, was habe ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Genau, und die Erwachsenen haben natürlich auch einen grandiosen Spaß, weil du nie weißt, inklusive Spielleiter, nicht weißt, wo der Plot schon wieder hingeht. Mit welcher Plot? Ja, zwei Verzweiflungssymbole in einem Wurf und schon weißt du, das war der Plot. Schau mal, was passiert. Verdammt. Und den Abschluss. Macht Michael. Letztes Mal bei Wurffaktor hatten wir Bernhard Hender und der hat ja diese kleinen Osprey Wargames Hefte vorgestellt. Ich habe dann endlich mal die Gelegenheit genutzt, mir zwei davon zu holen. Das erste ist jetzt Broken Legions. Es ist ein Skirmish-System über römische Legionäre, die gegen andere kleine Truppen von Barbaren oder sonstigen Leuten kämpfen. Minotaurus? Es gibt auch Fantasy-Kreaturen. Das ist ein Mikrospiel. Das heißt, auf den 64 Seiten in diesem Format hast du Armeelisten, du hast Regeln, du hast einen Kampagnenmodus, du hast Szenarien, du hast sehr coole Illustrationen drin und das komplette Regelsystem. Es beruht nur auf W10. Und ja, wer mal Interesse hat, seine Römer gegen Yetis, Werwölfe und römische Barbaren gleichzeitig zu schicken. Sieht gut ist. Naja, aber jeder spielt ja einen eigenen Warband. Ich habe vorhin mal reingeblättert, als es da... Das ist wirklich spannend. Ich mag wirklich das Konzept dieser Mikrospiele. 64 Seiten, du hast ein fertig abgeschlossenes, thematisch passendes Spiel mit römischen Legionären, die in der gesamten Weltgeschichte unterwegs sind, magische Artefakte bergen und dabei Leute verprügeln. und das mag ich, ich mache hier auch Weird Wars Rome vom ganzen Konzept her und deswegen hat mich dieses Skirmish-Spiel auch sehr angesprochen. Du stehst auf oben. Ja, habe ich während meines Studiums sehr intensiv bearbeitet. Was ich aber auch noch vorstellen möchte, ist dieser schön. Comic, Red Queens, ist ein Fantasy-Comic über effektiv eine Rollenspielgruppe. Also es ist nicht keine Meta-Ebene, wo man die Spieler sieht, sondern es ist eine Heldengruppe nur aus Frauen, die sogenannten Red Queens. Und die nennt man vor allen Dingen so, weil die, schmutziges Mundwerk haben und Unfug anstellen und auch ziemlich viel Chaos hinterlassen. Es gibt andere Gruppen, die da unterwegs sind, wie zum Beispiel diese Elfengruppe, die immer total düster ist. Obsidian, irgendwas. Und es gibt einen komplexeren Plot, der dahinter steht, weil das ist nicht nur einfach Fantasy-Abenteuer, sondern auch die Stadt, gibt es jede Menge Intrigen. Es ist irre lustig. Es ist wirklich, es ist toll geschrieben, es macht einen Riesenspaß zu lesen. Die Illus von dem ersten Sammelband sind toll. Es ist die deutsche Ausgabe, die ist bei Danny Books erschienen. Sagte mir vorher noch nichts. Ich hoffe, sie führen die Reihe auch auf Deutsch weiter. Auf Englisch gibt es inzwischen 5 Sammelbände oder so etwas. Gibt es von mir eine Riesenempfehlung. Man könnte zuerst, wenn man draufschaut, einfach meinen, da macht man einfach die normale Fantasy-Gruppe und packt nur Frauen drauf, um da irgendwie was Eigenständiges zu machen. Es würde aber nicht funktionieren, wenn das nicht clever geschrieben wäre und lustig wäre. Also ja, deswegen. Die modebewusste Elfenmagierin, die Halblingdiebin, die immer bekifft ist. Die auch, oder Filze nimmt oder sonstige Sachen, die Zwergenkriegerin, die vor ihrer Heimat geflohen ist und die atheistische Priesterin, deren Familie in einem Totenkult großgezogen wurde und sie hat überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und ihren Gott, der sie eigentlich da verfolgt. Okay, du hast mich gebannt. Also, Red Green, Danny Books, wenn ihr das seht, bitte mehr auf Deutsch rausbringen. Gut. Wir, das nicht auch schon mal erlebt? Wir haben das vorgestellt, zum Gratis-Rollenspieltag gab es davon ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel von dem ersten Band. Also und da hat es mich schon direkt... Das erste Heft. Ja, also das war ziemlich... Ich fand es auch ziemlich geil und habe mich da ein bisschen schlauer drüber gemacht. Ja, dann bleibt uns nur noch eines, nämlich zu klären, wie wir das Buch verlosen. Und zwar wieder eine Woche Laufzeit. Wieder eine Woche Laufzeit, würde ich sagen. Ja, toll. Woche ist super. Also... Danke, Felix, dass du das gut findest. Sehr gut. Ja. Also Woche ist gut. Also Woche fände ich es angemessen. Till, was sagst du? Du wirst eben für 5 Tage. Ein bisschen weniger wie 8 Tage ist okay. Gut, dann machen wir es so. Michael hat darf nicht mit abstimmen. Von mehr oder weniger jetzt an eine Woche oder sagen wir dann halt bis zu dem Mittwoch um 23.59 Uhr. Und zwar schickt ihr an feedback@ulysses-spiele.de die Antwort auf die einfache Rechenaufgabe von nimmt die Anzahl der aktiven Spieler der Drachenzwinge und teilt sie, denn das hier ist Bruchfaktor. Wir haben bisher immer Multiplikatoren gemacht und jetzt festgestellt, dass das so rum ja sinniger ist. Und teilt sie durch die Anzahl der Fraktionen in Tsukuyomi, die zum Start sozusagen oder in der Grundbox. Nicht nur in der Grundbox,
sondern die Grundbox. Inklusive des Kickstarter-exklusiven. Inklusive des Kickstarter-exklusiven und dann der Erweiterung. Ah, okay. Ja. Gerundet auf 5 Nachkommastellen? Nein. Also die Anzahl der. Wenn du auf 5 Nachkommastellen kommst, hast kurze du was Zeit falsch. Über den Verdammt. Kickstarter und drumherum erhältlichen Fraktionen für Tsukuyomi. Wir können schon mal sagen, das sind nicht die 20, die vollständig sind, ja, aber ihr findet die korrekte Zahl raus, wenn ihr euch den Livestream nochmal anschaut. Oder vielleicht habt ihr es euch mitgeschrieben, weil ihr alle Zahlen mitgeschrieben habt. Den Livestream also, nochmal angucken. Du bist doch mal von vorne. Die kleine versuchen rauszusuchen. Also, die Anzahl der aktiven Spieler derzeit auf der Drachenzwinge durch die Anzahl der relativ schnell zur Verfügung stehenden Fraktionen von Tsukuyomi. Ja. Und die Antwort davon an feedback@ulysses-spiele.de. Den Punkt können sich, glaube ich, die meisten Leute dazu denken. Und ja, und dann haben ein paar Leute, unter anderem auf dem Kaiser-Raul-Konvent und auch anderweitig, angefragt, sag mal, Markus, Michael, kann man nicht eure Let's Plays oder sowas, die man macht, unterstützen? Kann man da nicht ein Patreon aufsetzen für mehr Equipment? Preisfrage, von wem ist das Equipment? Ihr sollt Sonnenbrillen anhaben. Ich glaube, es geht tatsächlich eher um die Technik, mit der das Ganze gesendet und aufgenommen wird. Und, die Sache ist, das Ganze ist ja eine Orkenspalter Ulysses Co-Produktion mit einer Webcam von Dom. Danke, Tom. Ulysses hat keinen Patreon-Account, was vielleicht nicht überrascht, aufgrund der Tatsache, dass ihr ein Verlag seid, der anderweitig sein Geld verdienen kann. Aber wisst ihr, wer Patreon-Accounts hat? Eher in seiner kostenlosen Nebenbeschäftigung als Redakteur für den Dorp. Cast eigentlich nur noch? Nein, aber das ist das, was zumindest noch öffentlich ist. Das A, okay. Das ist nicht öffentlich. Was auch immer. Bitte gehen Sie weiter, gibt es nichts zu hören. Ja. Dorp hat einen Patreon-Account und Orkenspalter TV hat einen Patreon-Account und das Equipment ist zu 95%, möchte ich sagen, und geben wir die 5% für 99%. Es ist Orkenspalter TV-Equipment und eine kleine Webcam. Das heißt, wenn ihr besseres Equipment für diese Sendungen hier haben wollt, müsst ihr wohl oder übel Orgenspalter TV unterstützen. Ja, das kann ich auch nur unterstützen an der Stelle. Also wenn ihr Spaß dran habt, wenn wir das machen und seid der Meinung, wir bräuchten noch ein paar Dinge dazu. Wie mehr Pizzen. Bier. Nee, also, als nächstes ist ein Mischpult, dann können wir noch genau. Können wir mehr Mikros anschließen. Mehr Mikros, weil das wurden wir tatsächlich auch angesprochen. Leider nicht, nein. Deswegen, ja, vielleicht beides. Wenn ihr da gerne was dazu beitragen wollt und das unterstützen möchtet, kann ich euch nur bitten, Patreon für Orkenspalter zu werden. Dankeschön. Wollt ihr nicht einen Stretch-Goal aufsetzen für Mischpult? Haben wir. Also es gibt immer so ein nächste Knopf Ziele. Extra. Und das nächste Ziel, das wir reingesetzt haben, wenn eine bestimmte Grenze an Unterstützung pro Monat reinkommt, ist, dass wir das Mischpult anschaffen. Wir werden das habe ich noch nicht gemacht, aber das mache ich. Ach so. Ich wollte gerade sagen, das sind wir gerade fertig, aber es geht noch nicht weiter. Ja. Ha, Spoiler. Das wird kommen, dieses Ziel. Also gefühlt ist es schon drin. Ja. Also seelisch fühle ich mich schon sehr nach Mischpult. Innerlich sehr nah am Mischpult gebaut. Am Mischpult gebaut, ja. Bevor ich mich jetzt hier nochmal irgendwie weiter reinrede. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, Markus, dafür, dass wir deine nicht Spielesammlung Keller. Benutzen durften, um es darin klang, zu spielen. Es klang erstmal seltsam, wir sind bei Markus im Keller. Ich habe mir schon extrem viel Sorgen gemacht, bis ich dann den YouTube-Channel mal angeschaut habe. Ach, du willst noch in meinem Keller, Felix. Warum sagst du das denn nicht? Es hieß, wir sind bei Markus im Keller. Da denkt man sich halt schon mal was aus, weißt du? Ja. Wir können nachher auch noch in den Keller gehen. Bitte nicht. Na komm, wir gehen. Vielen Dank. Wenn ihr mich morgen nicht seht, ja, dann ist das wahrscheinlich wie die meisten Tage der meisten Menschen da draußen, die dich nicht wirklich sehen. Ja, oh ja, ich werde nie wieder gerettet werden. Nein. Ja, Feedback. Feedback@ulysses-spiele.de soll Felix freigelassen werden. Reibt das sich mit der Notion an. Vielen Dank an Fania, an Till und an Felix, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch. Ich würde sagen, jederzeit wieder, aber wahrscheinlich beim nächsten Spiel. Ja, wir haben ganz viele spannende. Weil ihr habt schon echt eine Strecke, die ihr zurücklegen euch nicht jedes Mal herzitieren. Wegtechnisch oder zeittechnisch? Oder wegtechnisch tatsächlich auch, ja. Ja, also es war ein langer Weg, so überhaupt von hier eingeladen zu werden. Und aber dann sind wir von Stuttgart auch noch hergefahren. Ja, anstrengend. Ja, vielen Dank, Michael, dass du den sozialen Druck gemacht hast. Du hast noch Fragen. Das machen wir vor dem DS1. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir beschließen das jetzt. Dann können alle kurz vor ein paar Minuten sich Essen reinschaufeln. Die Leute, die nach Hause fahren müssen, weil sie noch nach Stuttgart müssen, tun das.
Und wir verabschieden uns in dieser Besetzung zumindest und sehen uns in ein paar Minuten wieder zum DS1 Let's Play. Yay! Ciao! Ciao! Und jetzt lächeln wir alle noch, bis der Stream tatsächlich aus ist.